Ich sage ja, wir würden die Welt auf jeden Fall sicherer machen. Wir würden und die Welt besser. sicherer machen. So, jetzt, sie kann das, glaube ich, weil sie ist schlau. Warum sie? Weil sie schlau ist. Sie ist Na der gut, das ist Brain ein hier in der Argument. Runde. Das So, ist ein jetzt Argument. gehen wir hier ran. Es gehört aber, glaube ich, nicht viel dazu, hier das Brain zu sein. So, jetzt geht's los. Wir hätten speichern sollen, verdammt. Shannon, come into my arms so I can tear you apart. Quick, over here. Check on the blonde. I wasn't too gentle with her. Ugh! What did you do to her, you bastard? Somebody please blow his freaking head I thought off. I taught you to respect women, Kenny. Never mind, Shannon. I don't think he understands. He never did. Amy! Alter, man kann keine fucking Sekunde weg. Du musst, glaube ich, hinter die Kisten, kann es sein? Deswegen sind die da. Ja, wir haben ihn. Komm, Shannon. Kann ich leider machen. Oh, diese Kamera. Ja, dreh, Simon, dreh. Easy. Ja, und jetzt weg. Hinter die Kisten. Ich glaube, die schützen. Boah, der Kinderchor. Oh mein Gott. Oh nein, ich muss auch nachladen. Wahnsinn. Mann, was hält der denn aus? Eindeutig zu viel. Jetzt ja, schnell, okay. Du stehst schon dran. Kann ja nur dreimal sein, eigentlich. Außer sie machen Meter. Und weg. Oh nein. Oh. Ui. Oh komm. Na gut. Vorsicht. Oh, das gibt's nicht. Kannst du mal die Granaten langsam benutzen? Ja. Granate kommt. Ja. Oh, die Granate war heftig. Das ist ja gut. Die Granate reicht auch dafür schon. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur drei Granaten. Drehen. Komm schon. Ja, das war's. I can't believe that he chose to become that thing. You've just killed your brother, Shannon. This nightmare is changing all of us. Oh, forgive me. Okay, wir können Hammer, speichern. Wie geil. Lass uns einmal kurz. I feel empty. Aber ist die Heilung? Das ist jetzt die Frage, ne? Alter, wir haben sowas von keiner Energie. Oh, hier drüben ist eine. Jeder kriegt eine Heilung. Wir haben keine andere Wahl, wir müssen es nehmen. Ja. Na gut. Dann müssen wir uns erstmal ins Koma versetzen. Gezielt ins Koma versetzen, das ist die Antwort. Ich finde aber, Obscure wäre durchaus eine Möglichkeit, da einen dritten Teil nochmal quasi aufleben zu lassen. Na, ich bin ja eigentlich immer so der Meinung, wir sollten irgendwie anfangen, neue IPs ins Leben zu holen. Ja, aber das macht ja keiner. Ja doch, Callisto-Protokoll. Ich bin voll bei dir. Und der Hype ist ja groß. Aber diese Art von Spiel. Ja, das wäre natürlich super. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Och, echt jetzt? Oh, shit. Die Kettensäge, die ich habe, ist, ey, wir können komplett neu laden. Lass mal neu laden, bitte. Geht das? Wir haben schon wieder keine Energie mehr. Genau. Ja. Ich hatte die Kettensäge, die keine Energie mehr hat. Das bringt dir nichts. Aber lade ich auch nochmal durch. Okay, soll ich es hier reinlegen? Kannst du es machen? Ja. Warte.
Jetzt ist es grün. Na gut, danke. Ich glaube, es ist besser, wenn ich dir die Sachen gebe. Irgendwie, das ist halt einfach... Buggy. Buggy, ja. Ja. Okay, das war's. Wir kommen nicht mehr über die Brücke. Können wir hier runter? Guck mal hier. Wenn wir von Anfang an hier entlang gegangen wären, hätten wir uns den Ärger erspart. Ja. Leuchtpistolen-Munition. Ja, aber wahrscheinlich schon, ja. Können wir eigentlich direkt nochmal neu laden und einfach nur... ja. Vielleicht sollten wir sowas echt machen. Ich meine, es kostet uns gar nichts. Nee, ich glaube, wir müssen doch hier lang. Ich glaube, irgendwie Klettermann muss wahrscheinlich irgendwas machen. Oder so. Oder auch ja, nicht. Ja, so Parcours oder Springen oder so, ne? Ja. Das, guck mal, hier. Okay, das ist Teil, dass die Brücke kaputt geht. Okay. Du musst das triggern. Ja, nee, allgemein bin ich ja jemand, der immer sagt, das Double-A-Format muss wieder her. Es muss nicht alles God of War, The Last of Us oder sowas sein. Es reicht auch, wenn es mal wieder so ein schönes 7-Stunden-Singleplayer-Spiel ist mit okay-Optik. So wie jetzt Evil West, da bin ich auch drauf gespannt. Doch, bin ich genau bei dir. Moment, ich muss hier jetzt muss ich mal, wie kann ich zu mir? RT zweimal, glaube ich. Ah. Aber ich muss dir, glaube ich, hier rüber helfen. Du kannst eh nicht hier hin. Nee, da muss ich zu dir, ja. Oder? Ja, zumindest. Vielleicht musst Moment, du was finden. Warte, ich muss irgendwas finden, ja. Ich habe ein Magazin gefunden. Brett, ja. Ah, Bretter. You can join me now. Der Retter mit dem. Guck mal, ich habe auch richtig eine Brücke gebaut. Nicht nur einfach ein Brett, wo du drüber balancieren musst. Nein, ich habe dir eine richtige, massive, solide, fachmännische, Amish-Qualität Brücke gebaut. Oh. Warte mal, ich mach da was. Kein Bock. Stirb. Und dann dran vorbei. Nee, dann sind die tot. Die sind direkt tot. Ja, die mögen doch kein Licht. War das schon im Einsatz so. Okay, aber dass sie die komplett killt, das ist ja geil. Aber das war es jetzt auch. Das war unser kleines Ass im Ärmel. Wir haben keine Blendies mehr. Ja, aber eine Blendy ist göttlich. Das war eigentlich ganz okay, finde ich. Ja, wir hätten halt wieder hart Leben verloren, ne? Machen wir uns nichts vor. Sven! Yo! You're alive! Shannon is too. But Kenny won't be bothering us anymore. Cool. Now listen. We escaped to the lake on boats. Stan and the professor contacted me. They're on Turtle Stone Island. We lost them in the fog. Escape there if you can. We'll try to join you with Amy. Okay, we'll do our best. Ja, Double A muss her. Ich kann mich erinnern, damals zu Xbox 360-Zeiten und PlayStation 3-Zeiten, wie viel Zeug einfach gekommen ist. Wie unendlich viel Zeug. Ja. Auch sowas wie zum Beispiel The Darkness. Ich habe die Spiele von The Darkness richtig... Eins war besonders, aber zwei war auch großartige Spiele. Mhm. Na, doch, Darkness war auf jeden Fall sehr cool. Ich denn nochmal? Huh? Ja, einfach A. Ach, einfach A. Ah, ich hab's über... Oh, cool. Heilung. Ich habe es eben gerade über LB und RB machen wollen. Moment, lass mal hier nochmal gucken, ob hier nicht noch mehr ist. Ah, okay, wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt, der Seite auch nichts. Jetzt kommt hier Ende des Jahres Evil West und das erinnert so ein bisschen an Dark Watch. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Ich habe von Evil West gehört, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was das ist. Cowboy-Vampir-Zeugs. Oh, okay, ja. Das ist ein Cowboy-Vampir-Shooter. Und ich weiß nicht, ob du Dark Watch kennst. Nicht vom Namen, nein. Das ist auch sowas, wo so ein Bandit überfällt einen Zug, weil er denkt, da ist halt die fette Beute. Und da ist halt so ein uralter Sarg, wo halt so ein Obervampir drin sitzt, eine Befreite halt. Und dann übernehmen die Vampire den Wilden Westen und du wirst halt auch ein Vampir, schließt sich aber so einer elitären Einheit der in Klammer guten Vampiren an und so, ist echt cool. Okay, das klingt auch wie was ich gerne spielen würde. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Scorn morgen. Aber wenn ich so ein bisschen gemischter Natur. Ja, mit Sicherheit wird das nicht so der Hit, aber es wird interessant. Ich habe mir hier den Test den Preview-Eindruck von Gregor angeguckt. Ja, der durfte ja schon mal eine ganze Weile spielen, ja. Und er hat halt genau das schon thematisiert, wovor ich halt so ein bisschen die Befürchtung habe. Es ist viel rumgelaufen und die Rätsel sind ziemlich... Ja, weird. Ne? Halt so... So Schieberätsel. Wow, was ist das denn? Da kann ich jetzt gar nicht mit rechnen. Ich helfe natürlich, klar. Aber ich komme nicht bis dahin.
glaube, mach mal schneller rudern. Ja, ruder mal schneller. Ich glaube, ich muss hier die Muckis spielen lassen. Wenn ich jetzt nur Sven wäre, dann wäre das Ding ein Motorboot. Also noch sind die eh weg. Ja, aber das Ding ist ziemlich... Kannst du die Kamera, kannst du da was machen? Achso, ja klar, so. Ja, mach mal so. Au! Warum haust du mir jetzt in den Nacken? Sorry! Das ist nur, damit du ein bisschen schneller ruderst. Du Ruderluder. Ja, hilf mal mit! Paddel doch mal mit deinen gesunden Händen! Geschlagen kann auch paddeln! Können wir da an Land gehen? Denn das ist ja voll dumm. Ich treff dich ja. Oh! Guck mal, hier kannst du chargen. Gut. Oh, wir sind voll. I'm sorry. Ja, komisch. Das ist komisch. Das ist aber echt komisch, Moment. Hä? Und ich kann gar nicht aufladen? Nee, wir sind voll. Die Kettensäge ist auch voll. Die ist voll. Ach, das ist voll. Wir teilen uns ja eine Batterie. Wir teilen uns ja eine Batterie. Was ist das denn hier? Ja, aber okay. Guck mal, was ist das denn? Leuchtpistole? Nur ein Schatten. Ja, keine Ahnung. We're there. The island isn't huge. We'll end up finding the others. Also bei Scorn bin ich halt sehr gemischter Gefühl. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Aber mal gucken, ob das halt wirklich überzeugend wird. Also ich glaube, gruselig... Wow. Ich glaube, gruselig wird's nicht. Eher weird. Also ich will auf jeden Fall... Ich habe Bock auf eine weirde, groteske Atmosphäre. Und ich glaube, das kriege ich auch. Au, oh, jetzt, Mann, Simon, ey, beruhig dich doch mal. Ey, jetzt mal ernsthaft. Die hat automatisch dich anvisiert. Warum sollte sie dich überhaupt anvisieren? Ich habe doch das Vieh gemeint. Es tut mir leid. Simon, der Blutrausch, der... Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst medikatös ein bisschen besser eingestellt werden. Warte mal, kann man hier rein in diese Höhle? Geht's hier weiter? Oder ist, das hasse ich auch immer, wenn du nicht weißt, ob es optional ist oder ob es weitergeht. Nee, ist nur so ein... Ja, aber hier sieht's wenig optional aus bisher. Aber das finde ich mal ganz, ganz schlimm, wenn du so zwei Wege siehst und der eine Weg triggert dann so einen Moment, wo du nicht mehr zurück kannst und da drüben hat der Schatz gefunkelt, so auf die Art. Das ist das Allerschlimmste. Und du siehst noch beim Vorbeigehen die Kamera, die auf Schatz sozusagen lenkt. Und du weißt, den wirst du nie kriegen. Er existiert, aber du wirst ihn nie haben, diesen Schatz. Achtung, da kommt noch mehr. Leuchtpistole. Das ist auch gut. So. Aber ich finde, viele sagen ja, das ist so ein Alien-Design, was Scorn hat. Und Giga mit Alien ist ja nur 10% seiner, sag ich mal, seiner künstlerischen Leistung. Also es ist eher so im traditionellen Stil, was das Spiel vermittelt. Also ich finde, da ist nicht so wirklich viel Alien drin in Scorn. Ja, ich müsste mir jetzt genau analysieren. Kettensäge brauchen wir hier. Hast du die? Ah, okay. Aber ich geb dir die. Genau, ne, oder ja, wie du meinst. Ich mach sie dir mal für die Armbrust rein. Haha, okay. Oh, das sieht so aus, als würde jetzt hier gleich was Dickes kommen. Oh nee, so einer. Eieieiei, Simon, du solltest eine Heilung nehmen. Das war's. Nee. Nein, nimm eine Heilung, nimm eine Heilung. Ja, gleich. Lass dich nur noch kurz. Okay. Okay. Boah, der schlägt mich. Du kannst ruhig auf dich schalten. Ah, warte, ich sehe gerade gar nichts. Ich muss ganz kurz. Ja. Ja, nur noch ein kleiner. Oh, da kommt nochmal eine Riesenwelle. Was ist das hier nicht? Hilfe! Zu viele! Okay, wir blinken hier so. Ich glaube, das bin ich, ne? Ja, du könntest. Also, du kannst noch, aber du kannst auch ein bisschen. Genau, ich kann hier. Dann würde ich Serum nehmen. Also, die Gummigeschosse waren gar nicht so schlecht. Ich sage dir, ich denke, die sind gut. Guck mal, die kannst du auch einfach zerkloppen, die Dinger. Ah, eine Limo. Aber ich nehme mal erst die Limo.
That came just in time. Oh. Oh, nix drin. Eine Niete. Aber die geizen ganz schön, was jetzt hier gerade so Munition und Heilung und so angeht. Hier hoch, ja. Ja, hast recht, aber ich bin trotzdem frohen Mutes, dass wir das heute noch durchspielen. Na, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Ah, Moment. Oh. Na. Falsche Taste. Oh, qualvoll. Das, ich hab mich schon wieder verdrückt. Oh Mann, ich sehe nur nach unten. So, hochheben. Du musst auf jeden Fall deine Fitnessübung mal irgendwie ein andermal machen. Will you help me up? Ja, da wird sie. Ah, da musst du wieder ran. Das ist doch deine Fähigkeit. Saugen, jetzt wird gesaugt. Wie geht denn das nochmal? Ich glaube hin und dann steht da was, ne? Einatmen. Inhalier den Dreck. Aber bedeutet das, dass sie immun ist? Weil sie inhaliert das ja jetzt. Ja, ist ganz komisch. Die reden ja auch drüber. I can imagine. Weil sie und ihr Bruder, die waren ja beide in Teil 1 und wurden ja beide infiziert und haben aber beide das Heilserum bekommen. Ah, die haben die Powerlunge. Sie hat Powerlunge und was hat er bekommen? Arsch sein oder? Ich weiß auch nicht. Sie hat Brüste und Powerlunge bekommen. Also sie hat auf jeden Fall gewonnen. Eher verloren. Ja, wie auch. Oh, was ist das? Schauen. Ein gekentertes Boot. I hope Stan is okay. Darauf wäre ich jetzt auch nie gekommen. Geheimweg. Moment, war da nie. Bist du sicher, dass da nicht noch Sachen waren? Ja, du hast recht. Yeah, okay. Hast du recht. Oh, hier liegen Leichen rum. Wer ist das denn? Ein frischer Kadaver. Ein Déjà-vu. Ja, nee, dann ist vielleicht doch nichts hier. Warum haben wir so eine komische Kamera hier? Sind wir daher gekommen? Ja, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Hast du gesehen? Eben den Rockblick. Nee. Aber beim nächsten Mal. Warte, ich muss erst hoch. Moment, ich schalte mal kurz auf mich. Ja, wir können ja gerne einfach die ganze Zeit hin und her schalten. Ah. Nee, noch nicht. Nee. Warte noch kurz. Obwohl, da hinten geht's, glaube ich, schon weiter. Hier ist eine Cheerleaderin zermanscht. Also hier hat irgendjemand richtig gut gewütet, ja. Es war irgend so eine sexy Teenie-Yachtclub-Party. Armbrustbolzen, ach sieh an. Wir finden doch auch für die Bonuswaffen nochmal Munition. Ich habe schon gedacht, dafür kriegen wir gar nichts. Gummigeschoss. Ja, super. Ah, nein! Hast du jetzt einen verschossen? Ja, aus Versehen. Naja. Eine Sommerparty, das wurde nicht oft benutzt. Kannst du nochmal mir bitte das... Es ist so lustig, dass ich rot steuere. Ah, warte mal, jetzt... Ich glaube, ich habe es endlich verstanden. Ach, du musst es mit dem rechten Stick oder was lenken? Ich kann beide steuern. So ist es also. Verrückt. Okay. Aber wie lenkst du jetzt den roten? Mit analog und mit digital mache ich den grün. Ich kann den anderen nicht. Weder mit. Guck, also bei mir ist nur grün. Ja, gut. Simon hat die Macht. Ja, genau. So, jetzt speichern wir noch schnell. Kann ich den Stuhl hier zerkloppen? Ja. Gab es ja schon eine Xbox 360? Ja, ne? Kam nicht 2006? Ende 2006 oder so, PS3 und Xbox 360. Ja, das klingt richtig. Oh, da ist noch eine Kiste. Oh, da ist auch ein Limo-Automat. Da können wir doch auch noch eine Limo vielleicht rauspeitschen. Warte mal. Ich sehe es nicht. Ah, ja. Eine. So. Shit, ich muss hier hinterher. Ich war gerade. Oh! I'm fed up of waiting. You were a lot quieter when you were ill. Is it the lack of a female presence that's making you so jittery? Shannon, you scared me half to death. I'm not a baby anymore, Stan. I shoot just as well as you now.
can't stay here any longer. We gotta keep going. There's another boat not far from here. Are you okay, Amy? What happened, Sven? Ja, rudert? Amy, are you okay? We were at the dam and... I don't remember. Try to forget about it. I feel... dirty. I won't let you go, Amy. Even if it kills me. Oh. Oh, Sven ist... Moment! Wird es gerade noch, aus irgendeinem Grund haben meine Waffen sich verwechselt wieder. Moment. Guck mal, Corey hat ja diese, ich habe schon wieder den Namen vergessen. May. May, genau. Corey hat ja May verloren. Vor ungefähr 30 Minuten, so auf die Art. Ja. Ne? Und er ist schon drüber weg. Der ist schon drüber weg, der Junge. Ich finde es immer toll. Für junge Leute ist es zu lang. So ich finde es immer faszinierend, wie robust so, also psychologisch diese Teenager sind. Die hauen ja alles weg. Der Papa platzt ihnen vor den Augen weg, die schniefen einmal und schon sind die wieder genesen emotional. Sei doch froh, dass sie so leicht zufriedenzustellen sind wieder. Achtung, da kommt auch noch einer von diesen etwas dickeren Boys. Ich brutzel ihn. Ja, super. Bam, Junge. Batz. Peitschin. Du kannst doch sicher jetzt wieder aufladen. Ja, klar. Du kannst ihn da hinten aussaugen, weil Amy ist da richtig gut drin. Sven, you're taking the Scandinavian routine a little bit too far. I know that you were born in Norway, but really, you lived here all your life, didn't you? Ach, der ist zwar in Norwegen geboren, aber ist eigentlich schon immer hier. Also ist ganz wenig Norwegen. Ja, lass ihn doch. Das ist seine kulturelle Identität. Lass ihn. Er ist Sven. I saw a house just behind there. We have to get past this mausoleum. Warte mal, das ist doch dein Ding hier. Amy versteht doch was von Puzzleien. Ne, analysieren. Ich hab Muckis, du kannst puzzeln. Ja. Sie ist auf jeden Fall das Brain dieser Operation. Die Frauen sind allgemein hier das Gehirn und die Männer sind die Muskeln. Warte mal gucken, immer mit den Ecken anfangen. Immer die Ecken, dann Boden und Ränder. Ich kann das nur mit. Analog auswählen, das ist ein bisschen weird. Kann ich da irgendwas auswählen? Ne, ich kann rumrennen. Aha, okay. Jetzt noch die kleine Ecke da rein. Oh, die Musik ist so doll. Ne, warte mal, das ist irgendwie falsch. Das ist halt dieser klassische Harry Potter Soundtrack. Ja, aber sowas funktioniert, finde ich auch immer. Klingt einfach immer gut. Was soll das darstellen? Das eine ist irgendwie sowas wie ein Huhn. Eine Chimäre. Ja, ne? So ein. Irgend sowas in die Richtung. So ein langer Drachen. Ein chinesischer Drachen? Genau. Neues Drachen. Ja, aber guck mal hier, das sind noch mehrere Köpfe. Oh nein. Ah, okay, ist geblieben. Also sind das nicht eher mehrere Kreaturen? Ja. Who knows? Ach, guck mal, das ist ein Neujahrsdrache, der einem Teufel in den Hintern beißt, der verfolgt wird. Das sehe ich aber auch mit dem Hintern beißen. Warte mal, irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Eine Sache stimmt noch nicht. Jetzt. Na, endlich. Was ist denn das? Ist tatsächlich so eine zwei Schlangen. Die eine beißt dem Teufel mit so einem Hodenkinn in den Arsch. Und die andere? Und rechts hast du noch so einen Vogel. Ja, ein Kampfhahn irgendwie, so. Ein Kampfhahn. Ein Hommage an Mexiko. Das okay, ist ein Standing gegen Hahnenkämpfe. Ach, guck mal hier. Das ist nochmal hier in groß. Müssen wir die Viecher anklicken wahrscheinlich. Mal benutzen. Ja, aber das ist... Achso, das war falsch. Achso, wir müssen jetzt die richtigen... Ach, alles, was ins Bild passt. Genau. Lass uns mal gucken. Ja, ich bin schon dabei. Hier, ich glaube, das ist der Gockel, ne? Das könnte der Gockel sein, genau. Warte mal, hier. Das ist also der. Das ist auf jeden Fall richtig, die beiden hier. Ja. Psst. Hey, komm. Hier die Schwänze. Das war der Hudensack-Teufel. Ja. No. Da nochmal kurz. Hier die Brezel, oder? Könnte das nicht auch dazu? Ne, das ist ein Fisch, das ist nicht dabei. Aber das hier, glaube ich, dieser Knoten. Das war nicht dabei. Krallen. Vielleicht noch das hier? Ja.
würde ich auch sagen. Was sind hier sonst irgendwas noch? Bimmelt. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Nee, ich glaub, wir haben alles. Die beiden nicht, ja. Aber, was ist das denn jetzt? Ah, schau mal, ich kann das irgendwie... Ach, muss man das... Ach, müssen alle runter bis auf das... Genau. Die, also die korrekten oben, die falschen unten. Exakt. Ah. Okay, ich verstehe. Ja, das hier hoch. Das ist aber eine interessante Mechanik, muss ich sagen. Das muss runter, wo du bist. Ja, dumm ist es nicht, ne? It worked. Ah, okay, clever, clever. Aber... Oh, das wäre schon drin. Aber interessanterweise, es hat so von der Fachpresse gar nicht... Machen wir das mal noch speichern da vorne. Ja. Es hat von der Fachpresse gar nicht so gute Bewertungen. So auf Meta ist es so bei, ich glaube, 60 bis 70. Aber bei den Spielern an sich ist es richtig hoch im Kurs. Da ist es sehr, sehr positiv. Ah, okay. Da sieht man mal immer, wie sich so die Meinungen da immer so spalten. Ja, es ist irgendwie... So wie immer, ne? Der Journalist kann sich auch nicht so lange mit sowas beschäftigen und urteilt eventuell ein bisschen zu schnell und pauschalisiert. Nein, warte, die Kamera switcht hier. Wir müssen hier durch und dann hier runter. Wow, pretty house. Do you think there's people living here? Ich meine, man kann durchaus dem Spiel auch vorwerfen, dass es halt also sehr lose zusammengebaut ist. Also da kommt wirklich ein komischer Grusel-Background nach dem nächsten, ohne dass das in groß irgendwie zusammenhängt. Also ich habe mich ein bisschen informiert und das war halt so. Oh! Ist der was, ist der, kann der was, oh, ist der besonders dick? Wo ist er denn? Oh, da. Nee, ist ein kleiner. Nee, das ist nicht der große. Au! Oh, shit! Ja. Jawohl. Na, er lebt noch. Einprügeln. Mann, wir machen das nicht professionell. Guck dir das an. Okay, ich glaube, wir haben ihn, ja. Also, ich habe mich so ein bisschen reingelesen und es war wohl so. Oh, da kommt noch einer. Es war wohl so, dass der erste Teil. Ja, schon erfolgreich war, aber auch jetzt nicht so mega krass, ne? Dann haben die einfach noch so ein bisschen nachgelegt. Das ist es halt. Die haben einfach nur noch ein bisschen obendrauf. Ah! It's out of juice. Ich habe keinen Juice mehr. Oh, da kommt noch einer von den dickeren. I hate needles. Achtung. Ey, das gibt's nicht. Die haben so eine merkwürdige Art, dich anzugreifen. Ah, okay. So, haben wir das alle? Wie sieht's aus? Was haben wir noch an Heilung? Nimmst du die Limo, ich das Serum? Weil ich glaube, oder... Ah, ich glaube, ein bisschen... Nee, nimm du das Serum. Nimm du die Limo, ne? Ja, nimm du das Serum. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr Schaden. Ich kann aber auch noch eine Sekunde warten, glaube ich. Oder auch so. Wir können ja hoffen, dass da irgendwo noch was... Ah, guck mal hier. Mich bewegen. Glaubst du, oben auf der Veranda liegt noch was? Willst du mit der Waschmaschine? Bist du Russe oder was? Klar. Norwegen, Russland, das ist ja auch keine Nachbarschaft. Ja. Im Waschmaschinenweitwurf sind wir beide ziemlich gut. Ist ja auch noch. So, jetzt. Kann man das zerschlagen, das hier? Was? Öffnen? Nee, okay, da unten geht's weiter. Ah, okay. Ja, also das ist halt einfach nur noch so ein Zusatz gewesen. Also die hatten da nicht das Megabudget. Das hatten sie schon für den ersten Teil nicht. Du meinst, sie hatten nicht das Megabudget für die Wertung? Auch das, ja. Auch das. Was ich immer ganz interessant finde, wenn man immer denkt, das sind so Mega-Hits und wie es dann doch wirklich aussieht. Zum Beispiel Dead Space 1. Dachte ich immer, das wäre mega erfolgreich gewesen. Und das war der unerfolgreichste Teil. Der Dreier war der erfolgreichste. Und so ist es auch bei Resident Evil. Der Dreier alles getötet. Resident Evil 6 ist der erfolgreichste Teil gewesen. Mit Abstand. Ja, aber gleichzeitig sind es dann auch die Teile, die die Serie beenden oft. Ich muss Resident Evil 6 nochmal spielen. Ich habe es damals gehasst. Aber vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal spiele, dann ab und zu muss man wirklich Abstand gewinnen. Um es zu lieben. Nein, Sven! I'll keep him off. Sven! Now, Amy!
Sven! Och nee. Texas Chainsaw Massacre. Why are we fighting, Stan? Because we didn't survive adolescence just to die here. Surviving? What about living? Living right now. Oh nein, die haben eine Existenzkrise, die beiden. Aber immerhin hier schön aufladen. Das haben sie gut gemacht, dass man am Anfang nochmal... Das ist schon geil, ja. Warum? Warum jetzt? Angst macht geil. Hallo? Diese Teams. Do you want a better reason to fight? Okay. Ich fühle mich ich jetzt bin auch... Ich bin motiviert, ja. Ich fühle mich auch. Das okay. Vielleicht, wenn ich beide so ein bisschen lahmleg mit der Armbrust einmal drauf und dann... Ja. Oh, der hat gesessen. Der hat gut gesessen. Aber ich will den eigentlich lieber hauen. Na ja, komm, jetzt prügel ihn. Du kannst den Strom, kannst du ja die wiederholen. Ja, ich gehe nochmal tanken. It's fine. Danke. Ja, mach ruhig. Mach ruhig die Kamera. Ja, ich kann nicht. Wenn du in der Aktion bist, dann kann ich nicht umswitchen. Ach, guck mal hier. Wir haben was übersehen. Boah. Zum Glück sind wir nochmal zurück. Die wäre jetzt weg, die Shotgun-Munition. The battery's full. It's okay. Ich meine, die beiden, also er hat ja auch Teil 1 überlebt. Er ist ja eigentlich auch einer von den Gespritzten. Ja, mal abwarten. Die fallen ja im Moment gefühlt wie die Fliegen. Ja, Sven lebt ja noch. Wird ja nur K.O. geschlagen. Ja. Glaubst du daran, dass Sven stirbt? Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich erwartet, dass er jetzt in der Cutscene zersägt wird. In der wortwörtlichen Cutscene. Ich weiß es nicht. Wir retten ihn jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber die Tode sind schon irgendwie so, hätte ich nicht mit gerechnet mäßig, ne? Achtung, Achtung. Oh, okay. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich bin gleich tot. Oh, ich versuche. Okay, nehm das Serum. Ja. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, es tut mir so leid, die holen aber auch so lahm aus. Also ich würde gerne nochmal Resident Evil 6 spielen, doch. Ja, wollen wir nicht demnächst, wollen ja mal ja, den wollen wir 5, aber der 5 ist ja ein großartiges Spiel, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist ja ein hervorragendes Meisterwerk der Videospielhistoriker. Lass es mal so stehen. Und es ist spannend, ein großartiges Spiel. Es kann ja sein. Vielleicht bin ich, werde ich eines Besseren überzeugt. Shouldn't have made me so angry. This thing is like Jello. Wie lange braucht man, um Resident Evil 5 durchzuspielen? Was meinst du? Wenn man gut ist, zu zweit, also wenn man wirklich sagt, ey, wir sind auf Zack und ja, Mann. Haben starke Waffen. Wenn wir mein Safe-Game verwenden würden, dann wahrscheinlich schnell. Wenn ich es noch verwenden kann, dann hätte ich gut Ausrüstung. Das könnte echt sein. Du hast stimmt. Ein geiles Er cheatet nicht. Nee, er cheatet nicht. Nee, ich habe das halt mehrfach durchgespielt. Und das bleibt halt hängen, das Spiel. Also, ich finde ich offen gesagt mal ganz geil, weil habe ich die nie benutzt, diese ganzen Geschichten. Wäre auf jeden Fall mal lustig. Wenn du den findest, können wir den ja spielen. Ich habe den hundertprozentig, weil ich erinnere mich gerade, als ich es nochmal Let's Played habe, vor, glaube 2 Jahren war das. Da habe ich den Leuten erklärt: Sorry Leute, ich komme irgendwie nicht um mein Safe-Game herum. Ich habe schon viel Zeug. Ich glaube, da hatte ich schon super viel Zeug. Ich erinnere mich irgendwie da düster daran. Ja, und wie lange würde es dauern mit deinem Kram? Ja, oder? Trotzdem 7 Stunden muss man schon rechnen. Selbst wenn man wirklich... Aber das wäre ganz geil. Das könnte man ja an einem Tag dann so durchlümmeln. Oh, warte mal, wie bekomme ich den letzten Riegel da verschoben? Ich glaube, du musst die nach oben schieben, die letzten beiden, ja. Nur wie? Genau, ja, stimmt. Doch, genau, indem du jetzt nach oben drückst. Nee, guck mal, ich muss ja erstmal nach unten. Erstmal, ich muss unten durch. Ja, ich meinte die beiden rechts. Genau, die musst du jetzt irgendwie. Jetzt muss ich den hier nach unten. Nee, warte. Genau. Die hier nach unten. Ja, fast. Reicht aber noch nicht ganz. Ich muss hier langsam mich hinarbeiten.
Vielleicht musst du die nochmal von oben nach unten schieben. Den ganz oben. Genau, so. Ja, und jetzt von oben runterschieben. Nee, warte mal. Weil die gehen noch weiter runter, die beiden. Guck. Ach so, okay, ja, super. So. Also ja, es hat ja auch Cutscenes und alles. Also selbst wenn du super krass unterwegs bist, unter 6 Stunden. Also klar, super Speedrunner können das, aber wir wollen ja die Cutscenes angucken. Meine Frage ist ja auch nur, ob man es an einer Stunde, an einem Tag quasi spielen könnte oder ob wenn man exzessiv sich dafür Zeit nimmt und sagt, ey, das mache ich jetzt, Wochenende, Resident Evil. Ja, können wir gerne machen. Hast du den 2 und den 3 an einem Tag durchgespielt? Ja, ne? Den 2er nicht, den 3er ja. Der 3er ist ja auch sehr kurz. Ich glaube, den 3er könnte ich ja super schnell durchspielen. War schon ganz geil. Guck mal, da oben ist irgendwas, ein Kreuz, siehst du das? Oh ja, es blinkt auch. Aber ich glaube, da kommt nur Klettermax hoch. Ich befürchte, die beiden können da nichts machen. Wir können auch, guck mal, hier ist noch eine Limo. Was trinken wir diesmal eigentlich? Irgendwas mit einem Wolf drauf? Ja. Coyote Juice? Wolf Energy. Ach, guck mal, das ist doch der Tisch von den Bakers. Ja, total, ne? Das ist einfach ein ganz klassisches, altes Trope. Ich fand's ja so faszinierend, dass, also das kann man wirklich nicht von der Hand weisen, dass sie bei Teil 8 war das, ne? Der letzte Village, ja. Ja. Dass sie da wirklich sich bei diesem Frankenstein-Zombie-Film bedient haben. Diesen Nazi-Frankenstein-Film. Die kenne ich gar nicht, glaube ich. Ey, diesen... Wie diesen, heißt die? Oh, der Chat weiß es bestimmt. Dein Chat hundertprozentig. War ja so ein kleiner Skandal. Amy? It's you! I almost had a heart attack! Oh nein, Sven wird da unten gefoltert. Some kind of deformed freak captured him. Oh my god, what is he going to do to Sven? Crap, where did they take him? I don't know. I barely had time to hide myself. This just keeps on getting better. So, waren wir hier. Naja, wir haben nur einen Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, irgendwas Frankensteins Labor? Hm, okay. Chat, wisst ihr, von wo sich Resident Evil 8 bedient hat? Oh, war mal da oben, es liegt was? Ja, wie kriegen wir den? Oh, sehr gut. Nice. Und was ist denn hier mit ihm? Was kann er denn? Oh. It seems to work. And I've improved the storage. Ah, okay. Now that your body is getting used to proteins, we need to increase the doses. You look so serious when you say these things. You're getting on my nerves. Yeah. Oh. Mama und Papa kommen nicht mehr. Jedediah ist ganz alleine, ganz alleine. Alle anderen sind böse. Ich muss sie bestrafen. Whatever. Okay, das ist wahrscheinlich das hier war der Versuch von Resident Evil Tagebüchern. Das ist wahrscheinlich, so ist wahrscheinlich der Kettensägenjockel. Oh, hier ist ein Rätsel. Was haben wir hier nochmal? Ich habe Papa gefunden, er war schwer verletzt, ich pflege ihn. Jetzt träumt er mit den Blumen, niemand wird ihn berühren. Träumt er mit den Blumen? Das ist lyrisch. Warum haben die eigentlich immer so viel Zeit, solche Sachen zu bauen? Weißt du, ich meine, das hat ja eher irgendwie zusammengeschustert. So ein komisches mit Händen und Kreuzen. Ach, guck mal. Hier fehlen Kreuze. Guck mal, der hat ein Kreuz in der Hand und hier fehlen welche. Und eins haben wir schon gesehen beim Bakers Esstisch. Oh, was ist das? Hebel, Haken herunterlassen. Ach, damit kann man das wahrscheinlich irgendwie hochheben. Okay, ich kann auf den Schatten mal achten. Ah, Frankensteins Army hieß der Film. Frankensteins Arm? Army. Nee, ja, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich lege es mal wieder hin. Dann kannst du mal angucken, der ist gar nicht mal so schlecht. Frankensteins Army. Soll ich mal... Nee, warte mal, oder? Ich meine, sonst haben wir wieder... Später. Einen Bossfight und können nicht speichern. Weil ich denke, der wird irgendwie ein Bossgegner. Ja, das... Und auf jeden Fall hat sich da Resident Evil halt wirklich extrem bedient. Also so richtig reingelangt. Zum Beispiel dieser Propellermann, den du da besiegen musst, ne? Ja. Der ist halt 1:1 aus dem Film. Und das Design kannst du halt auch nicht sagen, ja, das ist ein Zufall, weil der ist ja schon
Ach ja, so, an diesen, ne? Propellermann erinnere ich mich, an diese Gespräche quasi, an diese News zu dem Thema erinnere ich mich, ja. Stimmt. Ja, und da gibt's noch mehr. Okay. Also wirklich eins zu eins. Also da kannst du nicht sagen, ja, ist ein Zufall, Zombie ist Zombie, Propellermann ist Propellermann. Warte mal, hier? Ist da oben mit rein? Krieg ich aber den nicht. Warte mal. Ich muss den mal da ganz nach oben. Hier durch. Es wird ja immer knackiger. Ah, berührt mit der Spitze. Und unten wird Sven gefoltert, während ich hier rumspiele. Ja, man hört die Kettensäge, wie sie Überstunden macht. Der arme Sven. Hat er nicht verdient. Too bad I didn't time that one. Okay. Hier sind wir von hier gekommen. Ich bin immer so verwirrt bei dem Raumwechsel. Ne, hier waren wir noch nicht. Erste Hilfe. This freak seems to like photos and children. Oh mein Gott. Amy muss sich das ansehen. Okay, da brauchen wir okay, Amy. Okay, wollen wir mal zu Amy. Ja. Schnapp dir mal die Amy. Ist Amy die mit dem die Dekolleté? Nee, ist ja. Nie, ne? Nee, die haben beide Dekolleté. Kombinations, ja, das ist wahr. Aber die eine hat es auf jeden Fall sichtbarer. Amy hat es definitiv sichtbarer, die du jetzt spielst. Bei der platzt es ja. Ach so, nee, war die Tür, ne? Ja. Also der Hoodie, der hat ja auch wirklich einen Reißverschluss aus Stahl. Was ich auch ganz interessant finde... Ihr Make-up ist jetzt verlaufen. Oh, that's shocking. Poor kid. Ah, siehst du alle, hier sind die drei Kreuze und hier wird auch, kann man auch gucken, wie die Position ist. Genau, ja. Ja, mein Chat ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass das so ist, wie du meinst, dass das eine bewusste Hommage, Parodie von den ganzen alten klassischen Horrorfilmen ist. Naja, das ist ja kein alter klassischer Horrorfilm, der ist irgendwie vier Jahre alt. Ja, aber es sind ja auch hier Vampirella und so, das sind ja alles so Geschichten, die schon sehr erinnern an so Trash-Klassiker. Also zumindest mich erinnert das alles so auch an Elvira und an all den Trash, den man halt früher so gesehen hat. Alter, der jault aber da ganz schön. So, okay, shit. Wie sind wir jetzt... Nochmal, ich brauch dafür da braucht man den Kletterdude. Wir haben ja ein Kreuz schon gesehen. Ja, ne, aber noch nicht geholt. Wir haben zwei Schlüssel, okay, das müssen wir auch noch machen. Aber fandest du den Schritt gut, dass sie dann auf Werwölfe und Vampire gesetzt haben? Ja, ich finde... Ah, geil. Es sind schon sehr unterschiedliche Spiele. Insofern finde ich das voll okay. Also der siebte und der achte sind ja so unterschiedlich, dass ich das eigentlich ganz spannend finde. Aber mir gefällt der siebte besser. Aber ich meine, der 8. ist halt einfach eine Schießbude. Eine ja, spaßige, aber so war gut, war gut. Der 7. war halt echt machen, auch gruselig stellenweise so. Hatte so seine Schocker-Momente. Ja, stimmt schon. Es ist halt, ich finde, man kann auch nicht dieses Grusel à la Resident Evil 7 und Nemesis und so, das kannst du auch nicht ewig machen. Irgendwie, das läuft sich auch tot. Es gibt so viele andere Spiele, wo genau dasselbe abläuft. Die haben das schon, das war schon richtig, finde ich. Okay, warte mal. Das kann ich jetzt hier reinstecken. Ja, einfach rein damit, komm. Hab ich das hier im Inventar? Ja. Benutzen. Ja. Es ist ein Kreuz. Ja, und jetzt fehlt das dritte. Guck mal, hier ist ja noch eine Tür. Geht da was? Nee. Alter, die ganze Zeit. Warte mal, das war. Okay, das war das hier. Ja. Wie lange kann man jemand mit einer Kettensäge foltern? Ich meine. Psychologisch ja gut, viel, ja, aber... Machen sie nur Angst, ne? Kurz vor seinem Gesicht damit aufhören. Würde mir auch die Dauer auch ganz schön auf den Sack gehen. Aber irgendwann wäre es, glaube ich, so, wo ich denken würde, ja, machst du es jetzt oder nicht? Okay, lass uns da oben nochmal schauen. Da hinten irgendwas noch öffnen? Nee. Hier geht's nirgendwo weiter.
Hier ist noch eine Tür, die ist zu und hier waren wir drin, aber vielleicht ist da noch irgendwas? Ah, Glasfenster. Glasfenster in der Tür. Die alte Mechanik, die wir immer wieder vergessen. Oh. Mein Gott, meine Schwestern hatten sowas. Ah, ekelhaft. Diese Porzellandinger, ne? Die 80er waren ein widerliches Jahrzehnt. Ja. Da war sowas populär. Da hat man solche komischen, traurigen französischen Porzellanclowns sich in die Wohnung gesetzt. Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Wie kommt man darauf, ne? Ja, ich weiß es nicht. Richtig böse. Ich kenne noch so Posterkataloge, wo dann auch so diese Delfine auf einem fremden Planeten springen sie aus dem Wasser und im Hintergrund ist Neon und drei Wölfe und dieser ganze Scheiß. Ja, den hatte mein Vater, hatte das auf seinem Kombi drauf. Auf einem weißen Kombi vorne drauf gesprayt. Und dann noch so ein Harlekin, bitte. Jetzt haben wir ein Kreuz. Nee, leider kein Harlekin, aber eine Frau, die so eine Träne, so eine kosmische hatte. Ja. Mit den Blumen hatte Jedediah keine bösen Träume. Als Mama noch hier war, sind andere Menschen gekommen. Sie kamen, um mich zu quälen. Sie werden niemals entkommen. Okay, kam da irgendwie, keine Ahnung, Forschungseinheit oder sowas? Ja. Oder ist das Ding? Alter, ist das ekelhaft. I wouldn't sleep with that in my room. Ey, ohne Scheiß, auch so eine große Clown, so eine Porzellan-Clown-Puppenscheiße hatten meine Schwestern. Unfassbar. Ekelhaft, richtig ekelhaft. Dafür gibst du Geld aus. Schäm dich. Okay. Also, in unserem Kinderzimmer, wenn da sowas rumstehen würde, ich würde es nicht packen. Ne? Also, es würde mich fertig machen. Weil ja, mich hat das auch ein bisschen irritiert immer. Ich hatte immer das Gefühl, er verfolgt mich, der Clown. Besonders französische Clowns. Das ist ja, glaube ich, aus dem Französisch. Oh, wir sollten. Ne, wir haben gespeichert. Warte, ich gebe das dritte noch. Ab. LT benutzen. Ja. Und ich muss kurz nochmal. Eigentlich muss ich kurz nochmal aufs Klo, bevor wir. Ich glaube, das Schiebeding können wir noch machen, glaube ich. Ah, ja. Hast du das Foto noch? Pass auf, du machst mal den Hakenkram und ich geh kurz mal aufs Klo. Wir sehen uns in einer Minute. Alles klar. Ich krieg das hin. Glaube ich. Ich hab's. War nicht so schwer, glaube ich. So. Ich meine, das war so. Oder haben die. Es war doch. Chat, es war doch so. Oder war das Regal. Die Position, das kann auch genau. Kann das nicht auch genau umgekehrt gewesen sein? So. Kann auch genau umgekehrt gewesen sein. Aber ich glaube, wir müssen das Foto uns nochmal angucken. It works. There must be a specific combination. Weil es war auf jeden Fall in so einer Reihenfolge. Aber ich weiß nicht mehr genau, von wo die Ausgangsposition war. Dafür müsste ich das Bild nochmal sehen. Ist ja gut. Die verzweifelt total wegen ihrem Sven. Nee, sowas auch nicht. Wir müssen das Foto nochmal angucken. Das macht so einfach keinen Sinn. Gehen wir nochmal ganz schnell hin. Gucken uns das Foto nochmal an. Aber dafür brauche ich eigentlich sie. Oder kann man das jetzt immer angucken mit jedem? Ja, wir werden es gleich wissen. So, schauen. Wo ist denn das Foto? So, da bin ich wieder. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo die Ausgangsposition war, aber das Foto ist nicht mehr da. Ist das irgendwo in unseren Dokumenten? Ja, es müsste in diesen Dokumenten sein, ja. Da ist es. Da ist die Treppe. Ja, jetzt kann man so vage abschätzen, ja. Ja, lass nochmal zurück. Ich glaube jetzt. Du musst dich gerade umdrehen und durch die Tür gehen, weil ich komme hier nicht durch. Oh, Entschuldigung. So. So, ich laufe hier nochmal zurück.
Dann schauen wir uns das Foto nochmal unten an. Also die Treppe sieht man im Hintergrund. So, warte. Jetzt nochmal gucken kurz. Also, wir sehen die Treppe. Und ich würde sagen, bei dem hintersten Stein ist eine Kachel frei, oder? Links. Ich schaue auch gerade hin. Ja, sieht so aus. Es ist irgendwie echt schwer zu erkennen. Das sieht, ich glaube, der steht also hier, wo ich jetzt gerade stehe. Hier steht der. Hier steht der erste. Ja, machen wir mal. Oh, ich muss mir kurz noch, Entschuldigung, ich hole mir kurz eine Heizung. Es wird hier echt kalt bei mir. Ja, ich löse das so lange. So, dann ist der andere eine Reihe frei. Und dann so versetzt. Also hier würde ich jetzt mal denken, ja, eine Reihe ist frei. Und dann ist der nächste versetzt, aber keine Reihe frei. Heute mal richtig Luxus, heute mal Heizung. Und heute gönn jemand, der für dich das Rätsel löst. Wahnsinn, oder? Bist du bereit? Ja, du hast das sehr gut gemacht. Haben wir gespeichert? Nee, weil es war schon weg. Es ging nicht mehr. Shit. Oh nein. Erinnert total an Texas Chainsaw Massacre, ne? Wir haben zu lange gebraucht. Der Fleischhaken. Sven hängt. Oh, Sven, das Gesicht. Oh, wie so eine alte, wie so eine finnische Rehwurst. Alter! Oh, Sven. Lass ihn doch in Frieden, er ist doch schon längst tot. Ey, der Klumpenmann. Mein Gott, sind die alle unfähig. Aber sie kommen noch durch. Sven! Sven! Don't leave me! Don't let me hang. You have to stay with me. Stay. With you. Das erinnert extrem. Doch alle weg. Das erinnert extrem an Texas Chainsaw Massacre. Michael Bay, der hat ja auch mal einen Ableger gemacht mit. Ja, dieses Remake. Ne? Genau, es war gar nicht mal so schlecht. Ich hab zumindest genossen. Ich kenne aber auch das Original und das hat dann ganz anders. Ja gut, das Original hat auch dieses Amateurhafte dann noch, ne? So ja, bisschen und auch dokumentarisch. Langen Skin. Wo er halt einfach durch die Pampa läuft mit der Kettensäge und so. Das ist alles so, das ist so verstörend durch diese Amateurhaftigkeit. Aber ich fand die Michael Bay-Variante ganz cool. Mit Jessica Biel. Okay, ja. Meiner Ansicht nach kannst du immer mit Kettensägen, kannst du immer Leute begeistern. Also, das ist immer schlimm. Da gibt es diese Szene, wo der Typ da auch an diesem Haken hängt und sie darum bittet, erlöse mich. Ja. Das sah schon sehr danach aus. Park, ich erinnere mich, genau die Szene. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt der Film ist. Der ist ja auch schon wahrscheinlich wieder bald. Schon sehr alt, ja. Wann kam der? Nice. Anfang der 2000er? Moment, war da gerade was? Irgendwas höre ich auch. Irgendwas atmet uns hier in den Nacken. Okay, nee, ich dachte, hier wären Items. Ist hier was? Nee. Nee, ist nichts. Ich muss sagen, ich finde den Taser irgendwie genial. Weil wenn da ein Gegner kommt, kannst du den so richtig schön controllen mit dem Taser und der andere kann draufbatschen. Ja, vor allem, das ist eine richtig schöne Waffe für vor. Ja, jetzt kannst du richtig schön drauf. Ja. So, eigentlich müssten alle Waffen so ein bisschen zusammen funktionieren, wie ein Tag-Team. Ergänzend, ja. Oh, ich dachte, der wäre weg. Das sind die Dinge aus dem ersten Teil, ne? Glaube ja. Die, wo da unten in diesem Knast waren. Hier wieder, zack. Wir haben nicht gespeichert seit Ewigkeiten. Ja, das Rad fehlt. Ich habe ein bisschen Schiss. Oh, ich weiß auch nicht. Wenn die cool sind, haben sie hier nochmal irgendwo was zum Speichern hingebaut.
Da hinten? Das kennen wir doch schon. Vielleicht wieder aus dem Intro. Nee, nee, aus Teil 1. War doch auch in diesen Wurzelgang. Oh, jetzt wo du es sagst. Au, warum, hey, Simon, warum? Du warst einfach im Weg. Ich wollte hier hauen. Kettensäge vielleicht. Wenn dann die Kettensäge. Ja, schon machst du das. Sorry, es tut mir echt leid. Ich mach's nicht. Nein, ich geb's dir. Nicht gerne. Du darfst das jetzt. Du bist das Mädchen mit der Kettensäge. Weil ich weiß, wie sehr du Kettensägen liebst. Nee. Kettensäge bringt nichts. Deine Leidenschaft für Kettensägen kannst du ja ausleben. No, Simon. Ja, ich bin. Hau drauf. Ja, der andere liegt da noch. Hau drauf. Ey, wie gut wir geworden sind, Mann. Das ist wirklich beeindruckend. Du musst näher ran, Simon. Du musst näher ran. Ja, ich mach ja. Jetzt hab ich's. But we have to do it. So, warte, bitte, gib mir uns doch mal jetzt hier so einen Speicherpunkt. Hier nochmal. War da ein Vogel? Nee, irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Oh, hier ist. Ja. Warte mal, da vorne waren so Doppelhebel. Oh, nein! Oh, shit! Was sollen wir machen? Nein! Oh, Simon! Und wir haben seit Monaten nicht gespeichert. Jetzt geht mir das Spiel gerade auf den Sack. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh mein Gott! Wir haben seit 20 Jahren nicht gespeichert, Simon. Ja, das ist, weil das auch scheiße ist. Ach du Heilige, wir müssen die Waschmaschine verschieben, wir müssen den Kuss nochmal durchleben. Was? Oh, das kotzt mich gerade auch Gott. Ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe diese Stelle. Können wir sie noch 10-mal spielen, Simon? Ah, Hauptsache ist, dass der ganze Scheiß einschlägt. Warte, wo kann man nochmal... Moment, Vorsicht. Online-Schocker. Ja, der ist nicht geladen. Shit. Da hinten ist die Station. Also ein bisschen was habe ich noch. Ja. Du saugst und ich lade. It's hard getting used to this. Alright. The battery's full. It's okay. Hab ich beide, ja. Achtung! Vorsicht. Ah, okay, Glück gehabt. Ja, hau du drauf. Ich mach. Na, ich kann's nicht ändern. Aber, nein. Hey, geh weg. Du bist aber auch, wir hatten doch gerade. Ja, aber ich hab gedacht, ich hab gedacht, du triffst mich aus der Position nicht. Du musst ja nicht, dass du so eine Mörderreichweite hast. Ich taser den, bleib aber jetzt noch ein bisschen hinten, weil das dauert immer, bis der getasert ist. Cool. Caffeine. Was hat die gerade gesagt? Cool? Koffein? Caffeine. Ein kleiner Koffein-Junkie. So, ich taser den jetzt, geh jetzt ran. Ja. Und jetzt kannst du ihn knüppeln. Ist der stabil. Nein, der alte Ledernacken. So, möge es jetzt nicht mehr freezen. Na, jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Speicherpunkt. Das ist weniger. Ah, ich habe das Rohr vergessen. Ja, du, genau. Das Ventil meine ich. Das lag doch irgendwo da hinten. Beim vierten Mal, ne? Alle guten Dinge sind vier. Ich bin wirklich völlig schmerzfrei mittlerweile. Mir ist alles egal. Da kann ich aber auch nochmal laden. Nur, wenn man schon mal hier ist. War Absicht. Gut. The battery's full. It's okay. Ich wollte nochmal zurück, nur um die Batterie nochmal ein bisschen aufzupumpen. Glaubst du, mein Charakter Stan soll Josh Hartnett sein? Na, zumindest hätten sie gern, dass er das ist, dass er so gesehen wird, ja. Weil der war ja auch so ein Beanie-Typ, ne? Auf jeden Fall. Oder Skimütze eher. Aber es muss mindestens einen Beanie-Typen auch geben. Ich finde... Eigentlich komisch, dass kein Basecap-Typ da ist. Ich finde, deine ist Jennifer Love Hewitt. Könnte sie sein, ja. Stimmt schon. Mama, was gibt's da eigentlich hier drüben? Moment, was gibt's hier? Ach, hier war das Wurzelwerk. Oh, Kisten. Hier waren wir letztes Mal auch schon, ja. 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 Was? Wer ist denn die Schauspielerin aus Scream?
Also nicht die Courtney Cox, sondern die andere. Oh, Achtung! Die auch bei Wild Things. Ich. Hau zu. Oh Mann, Vorsicht. Also, du musst da ein bisschen noch mit auf mich achten, weil. Ja, aber es ist echt schwierig. Echt schwierig. Mit so einem Gang. Another one bites the dust. So. Moment, hier sind Kisten. Ah, warte, jetzt ist wieder die Stelle. Hier habe ich was gesehen. Guck mal hier. Und hier sind Hebel an der Seite. Okay. Hier sind wir, glaube ich, gestorben, ne? Genau. Vorsicht. Aber wenn du hier ziehst und wir sterben. Ja, du musst auch ran. Wir müssen beide an so einen Hebel. Aber die haben wir letztes Mal nicht gemacht. Ich glaube, das ist nämlich das, was man machen muss. The madman who killed Sven passed this way, Stan. Let's find him and make him pay. Okay, doch nicht. Was da drüben, was müssen wir da machen? Nimm mal ein Medikit oder ein Serum. I'm in top form. Ja. Nicht dagegen laufen. Hier kracht der Balken ein. Schauen. Warte mal. Ja, wenn du da irgendwas machst, sterben wir. Ja. Aber. Ich drück mal A für schauen. Okay. Was ist, wenn man es einschlägt und weggeht? Warte mal, bleib mal hin. Ey, ja. Hau ab! Ja. Sehr gut. Das hat ja gar nicht geholfen. Doch. Oh, doch. Na also. Es war so simpel. Was, wir sind wieder in Leafmore? Das ist so dämlich. Wie haben wir das denn geschafft? Kilometer weit entfernt? Dann sind wir wieder hier? It's strange. I don't feel any nostalgia for this place. Nein. Nicht wieder die. Ist das ein Dokument, das man lesen kann? Nee. Riot. Okay. Warte mal, hier ist wieder, glaube ich. Kann man da hochgehen? Ich glaube, das muss man wieder einschlagen, oder? Ich weiß nicht. Nee. Aber hier ist noch ein Raum. Toiletten, da kommen Erinnerungen hoch, ne? Ach ja, stimmt, da habe ich dich doch durch den Schacht gedrückt. Ja, tatsächlich, ne? Ja, und hier können wir speichern. Bitte, mach es. Wir können speichern, Simon. Ach. Alright, wir sind wieder im Rennen. Alles gut. Flower is weird. Das ist erst jetzt aufgefallen, dass die Blume ein bisschen besonders ist. Okay, hier ist nichts. Ach, und die Schule wurde dann komplett dicht gemacht. Oh nee, was ist das? Oh nee! Oh, wow. Der eine ist irgendwie hängen geblieben, ne? Okay, jetzt haben wir sie. Aber ich glaube, du kannst schon wieder eine Heilung nehmen. Das ist nämlich gar nicht so aus. Ja, weil ich halt wirklich nach vorne an der vordersten Front auch immer einen abkriege. Ja, du bist halt so ein bisschen. Guck mal, hier ist auch noch eine Limo. Gönn du dir mal eine große Heilung? Ich nehme mir mal die Limo hier. Du nimmst mal so ein Medikit. Okay. Oder das Ding? Nee, nimm Medikit, oder? Ah, zu spät leider. Ich mag das. Ich finde das, ja, aber das macht genau jetzt, ja, aber das macht jetzt voll. Alter. Das macht jetzt voll, weil das ist ja schon die bessere Variante, Simon. Nee, ich glaube, das halt einfach, das sieht nur so aus, als ob es überheilt, aber es ist eigentlich genau 75%, glaube ich. Aber beim nächsten Mal nehme ich gerne ein Medikit. Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, jetzt, wo wir diese bessere Variante haben, wir sind jetzt bei 3 angekommen. Das war aber das Schwache. War das auch ein Schwaches? Ja. Echt? Das ist nicht das Starke. Okay, das könnte eventuell vielleicht sein. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Tür ist blockiert. Mama, kann man das einschlagen? Sia! Sia ist mit einer Gruppe von 1 Personen geraidet. Hallo, herzlich willkommen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann man das irgendwie knüppeln? Nee.
Guck mal, da drüben. Was ist das? Genau, hier so drunter, ne? Hier so drunter durchkriechen. Warte, Moment, geh mal weg. Sieht so aus, als könnte man schlagen, die Bretter. Eigentlich schon, ne? Geht aber nicht. Nee. Nee. Ha. Huh. Ah. Hier sind wir die ganzen Räume schon? Ah. Da ist es wieder. Boah, nee, schon wieder. Oh, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist im Gesicht? A-Spam. A-Spam. Ich hab's hier runtergeschossen. Alter! Jetzt, und er haut auf dich! Wow, okay. Josh Hartnett ist wieder im Rage. Oh. Also teilweise ist es wirklich eine ganz fiese Steuerung. Und die Kamera hilft einem absolut gar nicht. Nee, leider. Sag ich ja. Das ist ja das Miese. Wenn du auch die Kontrolle hast, du kannst ja nicht so immer agil alles einstellen. Und ab und zu frisst sich die Kamera da auch wirklich fest. Wir müssen ihn finden und killen. Warte. Nee. Das geht nicht. Oh, geht nicht. Tja. Aber hier ist noch ein Stuhl? Ja, aber hier muss ja irgendwas sein, oder nicht? Mach du ruhig zu dir. Achtung, Vorsicht. Ja, komisch. Was war? Hier war halt nur Aufladen und ein Item. Können wir da auch nicht weiter? Nee. Warte mal, die Bretter hier? Nee. Ja, ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass hier nicht viel ist. Was war das? Das war, glaube ich, bei mir. Hier, da kam nehmen. Was? Nö. Nee, öffnen. Ja, öffnen. Ach so, die Tür, ja. Okay, waren wir hier drin? Ja, wir kamen aus den Toiletten. Oh, da war noch ein Energy. Nicht schlecht. Okay, wir kamen aus den Toiletten. Dann haben wir hier noch potenziell was. Könnte man hier rüber? Tür. Also über die, was hier so hochheben? Ja, wenn dann nur der Klettermann, aber den haben wir ja nicht. Ha. Und dann sind wir hier in diesem großen Raum, wo es irgendwie... Schauen. Ja, die Balken versperren den Nudel. Hast du mal, geh mal weg. Nee, hab ich auch schon. Ich hab schon dagegen gehauen. Dann haben wir die Tür hier. Aber die kannst du auch nicht einschlagen. Ey, alles ist blockiert oder geht nicht auf. Kann doch nicht sein. Jetzt sind wir hier so straight durch. Nee, da muss doch irgendwas in dem Raum sein. Gibt's doch nicht. Das ist der Raum mit dem Ladegerät. Irgendwas muss doch da sein. Kann doch nicht sein, dass da nur ein Ladegerät drin ist. Ach, vielleicht müssen wir wirklich einfach nur raus, irgendwie über die Fenster, aber wir kommen ja nicht weiter. Und die Balken vielleicht irgendwie. Leider kann ich die Kamera auch nicht wirklich drehen. Kannst du nicht mit dem rechten Stick, weil ich kann das. Ja, aber auch nicht so viel, dass man jetzt da wirklich jetzt was sieht. Oh, ach nee, das war nicht von dir, das Hauen. Ja. Die Latten? Nee. Ja, jetzt bin ich überfordert. Irgendwas vielleicht zum Aufhebeln, irgendein Gegenstand oder so? Ah, die Kettensäge. Warum haben wir Strom? Wahrscheinlich, um eine Kettensäge zu verwenden. Ah, also zumindest kann man mal versuchen. Aber glaubst du mal, kann man der Kettensäge das Metallding da durchsägen? Eigentlich nicht. Das ist schon ungewöhnlich. Eigentlich nicht. Eigentlich, warte, ich hole sie mal für mich. Ja. Eigentlich dürfte es nicht gehen, aber du, was weiß ich schon. Nee, also hier schon mal nicht. Also eine Holztür könntest du easy aufsägen. Das wäre gar kein Thema. Versuch's mal an der Tür. Nee. Nee. Aber hier sind Holzträger. Mhm. Nee, hier kann ich auch nichts sägen. Dann haben wir noch die Toilette da hinten. Ich meine, ich habe tausend Ideen. Man könnte sich hier so über das Loch. Warte mal, kann man einfach vielleicht hier durch? Rein. Wir kamen ja aus dem Klo. Nee, hier. Hier ein umgefallener Spind. Wer blockiert welche Tür? Ups. Ach, bei dir war das. Kann man hier irgendwas sägen? Der Balken da drüben, der sieht doch sägbar aus. Warte. Ja, eigentlich, ne? Nee. Nee. Aber war eine gute Idee. Okay, jetzt bauen wir den Chat. Jetzt bauen wir den Chat. Den Hauptraum, den Balken auf der Treppe? Kann aber auch sein, dass das jetzt nur ein Versuch ist. Na, schauen wir mal rein.
Kann man mal machen. Also wenn man Strom bekommt, ist halt irgendwie so... Balken auf der Treppe. Der hier, oder wie? Nee, das ist ja keine Treppe. Ja, ja, vielleicht haben die auch gedacht, das hier. Nee, das geht schon mal nicht. Das hier. Der diese Balken macht. Was? Ja, ey, was? Was? Los? Was? Alter, das Ach, gibt's komm. Ja nicht. Da kann man einfach hoch. Und wie elegant sie das macht, ne? Beine ja, zusammen. Schwupp. Oh! Uiuiuiuiui. Auga, auga. Ja. Da werden Teenager-Träume wieder wahr. Ja. Wenn Jennifer Love Hewitt ihren Slip zeigt. Those monsters just now? We fought them before, here at Leafmore. If there's such a thing as destiny, I want to exchange mine for a better one. Ach, jetzt kommen wir hier runter? Aha. Da ist nix. Mal die Tür hier checken. Auch nix. Dann kann es ja nur noch die hier sein. Es war ein langer, schleiniger Weg. Endlich mal was Neues. Did you catch him? No. Well, the freak that killed Sven is still here. This is his home. His playground. Kenny, you monster! You didn't! You wouldn't do that to Amy, would you? Contractions? Oh my god! Stay calm. Relax. You need medical attention. I don't care! I want this to be over. For all of us. Let's go. Den kleinen Babybauch. Ich wollte ja sagen, hat Kenny sie jetzt geschwängert, ja. Aber als Monster oder? Ja, oder? Er hat sie vergewaltigt. I stole a high capacity battery from our psychopath. It's compatible with your equipment. I'm really sorry about your friend. Find this madman. Geisteskrank. Hier kann man speichern. Ja, lass mal warten. Yeah, a real paradise. Ach, guck mal, das alte Schloss aus Teil 1. Jetzt kommen die ganzen Sachen aus Teil 1 wieder. Ja, stimmt, das ist dieser Haupt... ja, dieser das Haupt- ist der Campus halt von Teil 1. Ja, und das ist der Innenhof. Genau, ja. Ach, da wo ja, da ist dieses Loch, ist das vor dem Endkampf? Nee, ne, das ist eine andere Geschichte. Das war ja in der Sporthalle. Genau, das war nämlich in der Sporthalle, ja. Wie in Faculty. Aber dieser ganze Weg mit den Blumen und so hat sich ja auch irgendwas zu bedeuten. Guck mal, hier ist was. Schlüssel. Wir haben wieder drei Schlüssel. Sehr gut. Können wir hier, ja, das ist diese aufladen, ne? Also ich glaube, wir sind voll. Ja, wir sind voll. Hier ist zu. Hier, oh, ist, hier ist gar nichts. Oh, hier. Das war der Parkplatz. Hätten wir nicht speichern sollen? Ich weiß ja nicht. Oh nein, das ist wieder so ein super... Oh nö! Ich habe einen im Gesicht. Ja, ja, ich hab einen Vieh im Gesicht. Warte. Okay. Taser ihn. Die Kleinen hier weg. Ja, ich versuch's ja. Achtung, wenn du mich lässt, kann ich ballern. Wow. Oh, ich hab ein Gesicht, kann ich tasern? Oh, okay. Oh, jetzt schlägt er mich. Achtung. Ich hab ihn wieder in Kontrolle. Mach mal einen kleinen kaputt. Ja, ich muss nicht so einfach, weil hier sind... Diese kleinen Viecher. Aber ich hau auf ihn drauf. Jetzt peitsch ihn durch. Mach ihn weich. Typical profile of an average citizen. Ist es tot? Ja. Och, come on. Ah, oh, komm, ey. Alter, wie viele sind das? Wie viele? Uff. Hier ist nochmal Munition. Und ich wette, hier finden wir jetzt irgendwas, um die Zange kaputt zu machen, weil das ist ja hier so eine Baustelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier was findet. Okay, nee, das nicht.
Oder wir müssen... Warte mal, schauen. Oh, ne, müssen wir hier raus in den Wald? Ne, das Tor ist zu. Hm. Kann er hier rüber? Oder hier hoch? Irgendwo hochklettern, weißt du? Und dann übers Dach irgendwie? Ja. Ich guck mal hier. Nope. Ah, was war das? Schauen. Die Wände sehen zerbrechlich aus, der Kran. Kran könnte man sie zerbrechen, aber ich meine... Aha, jetzt geht's wieder. Jawohl, aber nach links. Ah ne, du musst die Kugel noch nehmen. Ja, aber ich sehe... Jetzt. Geh mal lieber weg, ne? Nicht, dass ich die jetzt hier... Ja. Das ist aber cool. Nice. Das ist eine coole Mechanik, da kannst du jetzt aber nicht sagen. Ja, das ja, hat oder? Schon ein paar schöne Ideen. Aber es ist nicht überall. Speichern wir lieber. Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt speichern. Ja, aber jetzt haben wir ja auch was gemacht. Du, ich nehme nochmal hier so ein. Ich nehme mal so ein Medikit, weil ich bin ja schon ganz schön zerwurstet. Ach, woher kommen denn diese ganzen Dosen? Plötzlich findet man die einfach. Ja, plötzlich findet man irgendwo auf dem Boden eine Dose. Ich lade nochmal auf. Plötzlich hinterfragen. Ah, oh, toll. Schön hier raussaugen. The battery's fully charged. So, wo war das Speicherding da hinten? Ja, bitte. Also ich bin bei jedem Speicherpunkt super happy. Ja, es macht richtig Bock, wenn man speichern kann. Speichern ist das Beste im ganzen Spiel. Ja. I suddenly feel beat. So. Jetzt geht's los. Und das ist ja auch offensichtlich das letzte Areal hier. Also es kann also, ja nur hier... Ja, enden. Wir steuern jetzt aufs Finale zu. Obwohl es ja auch irgendwo noch einen Waffenkoffer geben muss, weil wir haben jetzt hier nochmal Schlüssel gefunden. Die muss man ja auch irgendwie nutzen können. Ja, den finden wir auch noch. Hier ist irgendwas großes, dickes. Hilfe, okay. Oh, da kommen sie. Taser den einen. Scheiße. Warte. Hau lieber drauf, spar Munition. Ja, ich will ja. Aber wenn zwei auf einmal, dann ist das einfach nicht so einfach. Dadurch, dass sie sich selbst ein bisschen behindern, ist das meistens ganz gut, aber diesmal hat es nicht geklappt. Ach, das ist der Raum, wo wir dieses Bücherregal-Rätsel gemacht haben. Wo es an diesen Geheimgang ging, der hier war. Aber der ist diesmal blockiert. Eine Treppe für Selbstmörder, aha. Die Wendeltreppe. Kann man da irgendwas mit den Kisten machen? Nee, ne? Also man kann sie nicht aufmachen. Ah, warte mal, ich kann hier ran. Ah, da ist der alte Kletterer. Vielleicht kann ich ja auch direkt hier hochheben, ja. Hochziehen, ja. So. Kommst du da runter? Ich drück, aber... Hä? Irgendwie kann ich hier nicht runter. Okay, warte mal, ich lauf mal weiter. Und vielleicht... Kann ich irgendwas triggern? Moment. Man, I've been so tired and stressed that I can sleep. Da steht schon wieder so eine Limo. Nicht hinterfragen, nur einsacken. Nehmen. Ach. Ah, perfekt. Da haben wir. Aber wie kriege ich dich jetzt da runter? Ich kann mich hier vielleicht abseilen. Und... Warte mal, lass mich gerade mal gucken. Ja, nee, warte, ich lass mich doch einfach rauslaufen. Da bist du eh unten. Weil da oben ist ja nichts mehr. Okay.
Ich glaube, das haben like ja. Know where Sven's murderer is hiding. I'm gonna kill that. Rennen hier schon wieder neue Dudes rum? Nee, ne? Nö. Bisher nicht. Gut. Ah, andere Richtung. Das muss ja jetzt, also ich denke mal, der große, ich charge schon mal, der große finale Fight wird Kenny sein, denke ich. Oder das Baby. Das die Blondine noch explodiert und da kommt halt so ein super krasses... Ja, das ist auch noch ein bisschen weird. Genau. Der hat ja irgendwie Blitz befruchtet. Ha, das kommt auf jeden Fall auch noch. Da muss was kommen, ja, sonst wär's ja nicht drin. So, wo war denn das Schloss? War das hier? Ja, oder? Nee, Moment, hä? Okay. Wo sind... Ach, das ist die... Nee. The flowers came from here for certain. We need to eliminate their source. Moment, nee, von hier sind wir gekommen. Von hier sind wir gekommen. Wo war denn das Schloss? Wir müssen das Schloss finden. Ach, das war hinten, glaube ich, bei den Blumen. Kann das sein? Hier haben wir gespeichert. Hier ist es. So. Das erinnert halt jetzt schon wirklich sehr, sehr stark an alles aus Teil 1, ne? Auch so mit dem Aufschneiden hatten wir auch, mit diesen Schlössern. Mehrfach. Die Leuchtpistole haben wir bisher noch gar nicht benutzt. Wir haben sie gar nicht gefunden. Die ist ja hier ausgegraut. Da ist sie doch. Nein, das die heißt ist ausgegraut. Nur, dass wir, die Muni haben. Wir haben die Muni, die ist mit Sicherheit in dem. Die ist wahrscheinlich in der Kiste. Das Problem ist, die letzte Kiste war halt da bei dem Texas Chainsaw House. Was wird eigentlich aus dem? Den haben wir auch noch. Den Texas-Buben. Ja. Ja, aber den suchen sie jetzt eigentlich. Was kann ich denn hier machen? This machine is useless if we don't have a wrecking ball. Okay, wir brauchen Abrissbirne. Über das Ding hochlaufen. Ach, guck mal hier. Kommt man damit hoch? Kommen wir hier rein? We'll have to turn the crank together, otherwise we won't get very far. Irgendwie macht er nichts. Jetzt? Jetzt. Ach, beide müssen wieder drehen. Ah. Ja, ja. Ganz schön zäh, das Ding. Muss auch mal wieder geölt werden. Ah, komm schon. Yes. Warte, hier liegt noch irgendwas. Noch ein Schlüssel. Das meine ich, wir finden noch mal so viele Schlüssel. Aber wo sind die Kisten, Simon? Tür? Ha. Achtung. Es wurde abgestimmt, die private Schule Leafmore aufgrund ihres Abrisses zu schließen, erklärte gestern unser Bürgermeister Mr. Hasselhoff. Die High School, die 1902 von den Gebrüdern Leonard und Herbert Friedman erbaut wurde, hat angeblich schwere Abwasserprobleme. Ein Expertenteam wurde zur Schule geschickt und fand heraus... Ja. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Seite 3. Eieieiei. Warte, ich taste den. Du prügelst ihn. Be seeing ya. Okay. Kabams. Speichern geht hier drüben. Limo. Okay, speichern wir, oder? Ja. Ab jetzt. Ab jetzt auf Nummer sicher auch immer gehen. Ja. Streng nach Protokoll. Ouch. I suddenly feel beat. Warte, was kann man aufschlagen, das Ding? Oder? Nee. Na.
Ach, da kann wieder nur ich mit meinen... Ah. Okay, und wie kommst du runter? Nicht nachfragen. Mal hier nehmen. Achso, nehmen bist du. Oh, wow, 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 Dynamit, aber... Ich hab übrigens Dynamit gefunden. Hier sind Mädels. Gott, diese Göhren. Okay, da haben wir sie doch. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir T4. Wollen wir das hier dran machen? Wahrscheinlich, ja. Das musst du als Waffe auswählen, dann dagegen werfen. Ah, okay. Gut. Soll ich? Ja, kannst du machen. Alright. Dann bist du schuld, wenn's dann geh mal, ja, geh mal lieber zu mir. Ja, ich lass dich mal hier durch. Obacht! Okay, warte. Look out, it's about to blow! Okay. Das, ja, nice. Das war Gott sei Dank gut. So öffnet man Türen. Irgendwas ist da, Simon. Irgendwas ist da. Oh, nee. Och, nö. Oh, nee. Muss die Shotgun nachladen. Warum wackelt denn jetzt so die Kamera? Super nervig. Ich sehe nichts. So. Ich habe jetzt meinen ganzen Muni da gerade verballert. Lebt der noch? Und der gibt mir natürlich nochmal mit. Unglaublich. Unglaublich. Was benutzen? Ja, ich muss mir auch gleich mal hier ein bisschen Koffein reinjagen. Jello. That came just in time. Hier vorne ist noch was. Ja, hier sind noch Türen. Achtung. Ja, okay, beide verschlossen. Aber hier ist aber auch noch eine, oder? Ist das eine? Nee, das ist nur so eine Vitrine. We're on a building site. There must be something here to destroy this wall. Ach hier, guck mal. Oh nein, wir brauchen Benzin. Ah, und dann musst du da mit die Abrissbirne rüber. Genau, dann muss man die Abrissbirne rüber machen, da hinten rein. Hier musst du wieder inhalieren. Am Ende ziehen sie es nochmal richtig. Ja, ja, man sieht schon, wie die Lösung ist, aber es dauert alles noch ein bisschen, ja. Das ist wahrscheinlich... Komm. Achtung, Vorsicht. So. Ah, guck mal hier. Und wir bekommen Leuchtpistole. Endlich, nach all den Jahren. Warte, hier ist ein Schloss. Da ist wahrscheinlich dann Benzin drin. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Aber in immerhin, es hat x-beliebigen Klassenzimmer Benzin sein sollte. Aber ja, warum? Ist ja auch begründet. Oder Anarchie. Anarchie-Studienkreis. Molotow-Cocktail für Anfänger oder wie? Ja, Molotow 101. Okay. Okay, kurz gucken. Wir können ein bisschen ausfahren, oder? Ja, ja, genau. Und dann hier so rüber. Ja, und dann loslassen, genau. Aber wie kommen wir jetzt denn wieder hin? Kommt alles zusammen, sag ich dir. Kommen wir den Weg denn wieder zurück? Wir waren hier? Wir sind ja hier reingefallen. Ja, nee, wir könnten gar nicht so einfach zurück. Oder kann man hier hochklettern? Lass mal meinen hin, vielleicht könnte irgendwie... Nee. Weil da sind wir reingeplumpst. Meine ich. Ey, dann ist hier irgendwo... Oh, hier geht's nochmal runter. Hier geht's runter, glaube ich. Na gut. Nee. Nee. Doch nicht. Warte, nee. Oh, wir sind hier reingekommen. Kann man jetzt vielleicht da irgendwie rüberklettern? Ist ja eine recht niedrige Wand. Meister, warte mal, kann ich ihn nochmal bewegen? Ne, der hat jetzt ausgedehnt. Das hätte ich gedacht, vielleicht irgendwie
Kann man das hier zerlegen? Warte mal, hier die Stühle. Ah. Ja. Gewalt ist immer eine Lösung. Gewalt ist hier zumindest immer die Lösung, ja. Gewalt ist immer korrekt. So, jetzt haben wir hier die Kugel. Aber was kloppen wir damit ein? Irgendeine Wand. Ich komme da gar nicht ran, von der Seite. So, warte. Jetzt brauche ich... Ah, die hier. Ja. Geil. Platz. Bauarbeiter. Okay, direkt in so einem unterirdischen Tunnel wieder. Aber da müssen wir ja eigentlich auch hin. Wir müssen ja ganz nach unten, ja, wo die Pflanze herkommt. Genau. Ey, da war eben noch eine Muni. Ich hab's gesehen, aber wie komme ich da hin? Ich glaube, im Moment kommt man da nicht hin. Ja, das stimmt wohl. Die liegt auch so richtig, sticht dir ins Auge, ne? So, dass du... Oh. Oh. Ich stecke in Leafmore fest. Mein Körper hält, nachdem ich mir Mortifilia-Zellen gespritzt habe, kein Licht mehr aus. Alles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Zweifelsohne werde ich bald... Wie blättert man denn hier? Ah. ...mehr in der Lage sein zu schreiben. Ich habe versagt. Anstatt mir das ewige Leben zu schenken, wird Mortifilia mich töten, wie ironisch. Ich lasse meinen Sohn Jedediah zurück. Die Gene, die ich ihm während seiner Empfängnis... übertragen habe, waren bereits mutiert. Dennoch wollten seine Mutter und ich, dass er lebt. Er ist stark, aber seine Psyche ist instabil. Manchmal kann er sehr aggressiv sein. Mortifilia hat Fähigkeiten, die meine Voraussagen übertreffen. Meine Gefühle ändern sich. Wogen voller Wut kommen immer schneller und häufiger. Okay, der Jebediah ist also der Sohn des Wissenschaftlers? Habe ich das jetzt korrekt verstanden? Ich bin mental ausgesonkt. Als du vorgelesen hast. Also der Sohn... Ah, warte, hier kann ich ran. Kann hier auch nach oben. Der Sohn des Wissenschaftlers. Ah. Ich kann dich jetzt wahrscheinlich wieder hoch... Ja, nimm erstmal die Muni und dann lass uns einfach speichern. We ought to keep that. Ja, aber wie kriege ich dich denn überhaupt hoch? Stell dich mal an den... Hier, ich glaube, du musst... Ja, ich muss hier hin. Jetzt wechsle ich wieder. Hochheben, ja. Und dann speichern wir. Gut. Moment, lass mich kurz nachladen. Warte kurz. Warte mal, dann gehe ich auch nochmal kurz durch. Weil es klingt so, als wäre da drüben irgendwie... Ja, genau. Der nächste Chef. Alright. Aber auch interessant, dass du in Teil 1 alle retten kannst, ja, quasi. Geht's denn jetzt hier weiter? Wir brauchen Stan. Och nee, nein. Nein. Weißt du, wie weit der Weg... War der nicht weit, der Weg? Ich weiß auch gar nicht, wie wir da wieder zurückkommen sollen. Aber ja, wir müssen wohl. Das haben sie doch nur gemacht, dass man bei dir noch mal ein bisschen um das Kleid gucken kann. Ja, und sie haben gleichzeitig noch mal die 15 Minuten rausgeholt in der Spielzeit. Ja, wenn du jetzt halt ein Profi bist, der das Spiel auswendig kann für so ein perfektes YouTube-Walkthrough, dann hast du natürlich Stan schon gewählt. Nee, warte mal, hier geht's gar nicht weiter. Das Shit. Ah doch, doch. Nur der richtige Winkel zählt. Ah gut, aber der Weg ist nicht so weit. Mortifilia. Ich würde gerne den Lehrer spielen. The killer must still be around here somewhere. There were flowers at his place. Ich nehme sie. Consumed some of them. Mit dem Baby. Brago. Also ich hoffe, sie platzt halt so richtig weg und da kommt irgend so ein super Baby raus. Mit Laser. So ein Baby wie aus The Boys. Ja, da bin ich für. Das würde jetzt echt auch helfen. Ja, das würde helfen. Ja, hast recht. Die Endwaffe. Moment mal, aber wie komme ich jetzt da hoch?
Nein, du brauchst den Sportler. Oh, nein. Oh, einer muss Sportler sein und der andere muss Helden sein. Oh, wir sind aber auch wirklich. Unser Gehirn ist echt schon frei. Blöd. Mal warte hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Ah, wie dumm. Wir haben echt ein Talent dafür. Backtracking würde für Spieler wie uns entworfen quasi. So, jetzt nimmst du den Sportler. Nur mal vielleicht chargen gehen. Oh ja, wenn hier noch einer ist, ja klar. Stimmt. Ist vielleicht auch eine gute Idee. So. Is fully charged. Aber geht dann doch länger als wir dachten, ne? Oder liegt es an unserer Kompetenz? Ja, war natürlich auch ein bisschen unsere Schuld. Aber wir haben so mit 6 Stunden auch gerechnet. Bisher sind wir noch auf on par. Aber ich glaube auch, wir brauchen insgesamt länger. So. Dappen wir hier nochmal durch. Jetzt haben wir das richtige Team. There are more and more flowers. I think we're due for some weeding. Ah ja. First, there's something I have to settle with Mr. Psychoface for Sven. Okay, jetzt musst du mir gleich wieder hochhelfen, damit ich knacken. Oh nein, ich habe so keinen Bock aufs Knacken. Ja, ich habe auch keinen Bock auf, dass du es jetzt knackst. Ach, jetzt kommt das ganz einfach. Na, ich glaube nicht, die wurden eigentlich. Oh Gott. Wenn wir danach sterben, müssen wir alles nochmal machen. It's unbearable. I have a feeling something really bad is about to happen. Oh? Nee. Ich glaube, du musst. Ich glaube, ich muss von unten durch. Sagen. Ja, würde ich auch sagen. Beide unten durch. Mal hier. Moment, ich muss das also hier, langsam glaube ich. Langsam hast du die Logik aber auch schon verstanden. Oh nee, Gott. Das geht nicht. Das ist, wenn ich so. Genau, erstmal nach oben. So. Genau. So. Nee. Nicht ganz. Ha. Huh. Komme ich jetzt noch weiter runter, das Ding? Jetzt so von oben reingehe? Nein, du siehst ja. Ja, nee, ich glaube, der zweite ist das Problem. Der darf auf jeden Fall nicht oben, nicht so sein. Der muss weiter nach unten, nach oben. Du siehst ja oben und unten immer, wie weit die runter können. Aber noch mal beide hochnehmen und den von unten nochmal hochschubsen. So. Ist aber der fix. Wie hoch geht der denn? Nur bis hier. Da muss der andere nochmal. Oh, ich mach mal den anderen mal ein bisschen weiter runter. So, dann den Single hoch. Und dann hier. Dann komme ich hier durch. So, kann ich. Jetzt vielleicht. Jetzt komme ich. Ja, das sieht gut aus. Hier durch. Ja, nicht schlecht. Shit, jetzt kommen sie alle zusammen. Ach, guck mal. Dad, this rotten old tree? I don't believe it. It's Friedman. I thought we killed him 2 years ago. It's this jerk who injected us with the black spores when he was still principal. I need to take daily medication because of this jerk. What did you do with those flowers? He was sick. Now he grows. He grafted the flowers onto himself. That's how he managed to spread his plague. Through the flowers. Sven and May and June, it's time to do some weeding.
Ach guck mal, das ist ja, also das ist der Typ aus dem ersten Teil und das ist ja nicht schlecht. Da ich sehe gar nichts. Sogar da ist so ein Charger, ja. Boah. Oh, nee, das ist nicht gut. Nahkampf bringt nichts. Was macht er denn jetzt? Guck mal, er geht irgendwo hin. Ach, dann müssen wir den jetzt wahrscheinlich freisägen. Warte mal, ich wollte Ketten. Du kannst auch mal die Leuchtpistole nehmen. Soll ich die mal reinmachen? Ja, gib sie mir mal statt, genau, statt oder so. Ja, machen wir mal so. Wow. Alter. Ja, das muss ich wahrscheinlich hier durchsägen. Oh, ja, das der ist hat mies. Ein kleines Loch. Wann haben wir gespeichert, vor wie vielen Jahren? Nein, wir müssen die Charaktere nochmal wechseln. Aber es läuft. Ich muss gerade auch. Wir können die Charaktere nicht wechseln. Muss man hier nicht sägen? Ja, Achtung, jetzt haben wir's. Geil. Was ist da hinten? Ist das Muni da hinten? Guck mal hier. Oder Heilung? Ja, wir haben was. Okay, so. Alter. Wow. Boah. Leatherface kannst du aber auch nicht zügeln. Okay, geht da wieder rein. Jetzt wird wieder gesägt. Jetzt müssen wir das abschießen, ne? Shit. Ich säge. Säge. You're dead, Friedman. Na, die Kamera. Komm, säg doch. Mein Gott. Super. Ich muss chargen, ich brauch Strom. Okay, die charged und ich mach den Dude. Kannst du die Kamera nehmen? Keine Muni, Simon, okay, das ist keine Muni. Nimm die Leuchtpistole. Ja, aber warum? Ich hatte eben noch so viel. Ach so, ist die falsche Waffe gewesen. Boah, was hat der für eine Reichweite, der Chef? Ah, ja, der hat so einen komischen Dash-Angriff, wo er dich erwischt. Ich glaube, die Leuchtpistole geht eher so über Zeit, kann das sein? Weil die burnt ja so. Aber ist ganz gut, jetzt haut er ab. Das funktioniert im Moment ganz gut. Autsch. Alter, dieser Drecksarm, der einen überall erwischt. Er ist down. Okay. Dagen. Ich sehe nichts. Oh, ich lieg am Boden. Ja. Irgendwas saugt mich hier. Ah, du musst A drücken. Ja, ich hab's. Nein, die Säge. Oh, Drama. Aber das ist knapp. Dad is dead. Won't make any more flowers, but you can still chop him up into firewood with that chainsaw of yours. Get a nice fire going. Get all warm and comfy while your daddy burns. Mein Gott, das zweite Mal auch nicht möglich. Was? Kämpfen. Ah, drück A, Kämpfen. Simon, das bist du. Sägen. Klassisches Kettensägen-Duell. Ich hab keine Ahnung, wer von uns drücken muss. Ich drück einfach auf. Rein, ja, wir drücken. Jetzt rein in die Brust. Ran an den Mann, jawohl. Und da waren es nur noch zwei. Nein. Säg die Hand ab. Jawohl. Geil. 2 years of nightmares and traumas. And then this. Wir haben es geschafft. Aber es sind noch zu viele Fragen offen. Das Baby und Kenny. Lebt Kenny noch? Nicht fragen, nur heimgehen. Aber ja, was ist mit Kenny? Was ist mit dem Kind? Das haben sie vielleicht für den nächsten Teil aufgespart. Help has arrived. Meet us at the parking lot. Come on. It's time to go back. Jetzt haben wir gegen Ende aber ganz schnell nochmal, ganz schnell den Sack zugemacht hier. Ach, das war's ja wirklich. Wir haben es geschafft mit unter 6 Stunden. Okay, das muss ich wegmachen, das ist Lizenzmusik, das weiß ich. Oh, da kommt noch was. Oh mein Gott. Is that the help you promised? Where are the cops? What's your problem? She's our responsibility now. My dear Stan. Klar. Mortophilia that you knew 2 years ago was only a dress rehearsal.
of which this Alter, wie sie aussieht. Is the ultimate evolution. The Freedmen's only just failed. Their plan refused to be subjected to the demands of the human body. But this evening, nature has helped us well. Nature? Not likely. Friedman was still alive. Was? Oh. At least he will have completed his work. Your friend has brought us new hope. You pig! You watched all those people die without doing anything! My colleagues were late to arrive. I'm sorry. These sacrifices were inevitable. Where is Shannon? Oh, you will be with her soon. I want to sleep. Hat nochmal das Höschen gesehen. Hat nochmal eiskaltes Höschen gesehen. Ja, und so beginnt der nächste Teil, der nie kam. Nein! Medaillon. Wir spielen weiter. Mein Gott, ja, Aftermath. Das ist ja wirklich nicht zu glauben. Ja klar, das Baby muss ja noch platzen. Und du dachtest... Oh, achso, da war Speichern. Gut gesehen. Ich werde es einfach weiter gedubbt. Ja. Und du dachtest, es wäre vorbei, aber das Spiel so, nein, wir erzählen uns die Geschichte zu Ende. Ich war mir absolut sicher, das ist nur der Aufbau für den nächsten Teil, der nie kommen kann, aber... Stan, Shannon, we're in a bit of trouble here. I managed to escape. They took Amy. I'm gonna try to get her back. Don't do anything stupid, Corey. I can get them. Corey, by yourself, you're gonna get killed. Man muss sagen, ich finde die Story an sich, auch wenn da viele komische Sprünge sind und so weiter, sie hat schon was, oder? Ja, in ihrer Trashigkeit will ich jetzt nicht meckern. Ey, wir haben keine Waffen. Wir haben nix. Ja klar, die haben uns alles genommen. War ja nicht blöd. Eieiei. Rennen! Einfach rennen. Oh mein Gott, habe ich nochmal hier eine Kelle bekommen. Lass dich! Zieh durch, Simon! Keine Sorge, ich halte dich an! Da vorne ist eine Limo. Glaube ich, ein Koffer. Ich kann eigentlich nur den Koffer nehmen. Hier war die Party, ne? Nee, wir sind doch jetzt wieder beim Campus, oder nicht? Ja, aber ich dachte, hier war am Anfang diese Party. Am Anfang war diese Party. Ach, stimmt. Ist das. Oder? War das nicht hier? Doch. Es ging eigentlich nur um eine Hausparty, wo wir nicht reingekommen sind. Am Ende. Oh, jetzt ist offen da. Das ist ja geil. Endlich alles, dürfen wir feiern. Ja. Endlich Party. Socrates 3. This is Professor James. Do you read me? Over. Ach, hier ist die Leiche, die geplatzt ist. Have a new pickup location. Lincoln Stadium. Oh no, not now. Oh nee, vergiss es. Wir haben ja keine Waffen. Das ist halt die Frage, wohin? Wir haben dieses Medaillon. Absolut, kein Plan. Kann man irgendwas, nee, auch nicht einschlagen. Nee, ja, wir haben ja gar nicht. Nee, hier geht's nicht. Nee, weil da eben war wieder was zum Einschlagen. Haben wir noch genügend wir haben auch keine Schlüssel mehr, ne, oder? Gar nicht. Wir haben nichts mehr. Weil da war immer noch eine Waffenkiste, die wir nicht geöffnet hatten. Deswegen hätte ich gedacht, vielleicht. Ich gehe mal hier rum. Okay, hier ist auch zu, ne. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt da hinten rein müssen. Wir müssen da hinten rein. Wir müssen drumherum. Ja, die wollen jetzt nochmal die Level alle ein bisschen durchlaufen lassen. Unschön. Okay, ist die Kiste. Ah. Okay. Corey, what do you think you're doing? For crying out loud. Laut schreien.
Das war das Zeug, das wir uns gebatscht haben. Oh nein! Oh, muss das wirklich nochmal kommen? Geil! Das ist mein Nemesis, ne? Das ist dir schon bewusst. Das ja. ist mein Nemesis. Aber du bist mittlerweile so gut. Du bist so ein richtig kleiner, flinker Einbrecherkönig geworden. Das Spiel hat dich kriminell gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwie mal in die Situation komme, dass ich eine Tür knacken muss, ich bin bereit, Spiel. Du musst es nur von der Seite so sehen wie hier. Guck mal. Das muss ich höher machen. Das muss ich höher machen. Nee, ja, genau. Ja. Und jetzt? Ja, shit. Wollen wir jetzt das hier runter? Komme ich da von oben jetzt vielleicht vorsichtig rein? Nee. Jetzt ist es hier drin. Schwupps, schwupps, schwupps. Ne, wie kriege ich das denn? Wie komme ich da hin? Wo kann ich den Winkel verändern? Das hier kann ich bewegen. Kann ich das noch mehr bewegen? Jetzt lass mich mal hier rein. Jetzt habe ich schon mal das hier. Das ja. würde ich von oben. Komm ich da unten durch? Aber du musst eigentlich. Oh ja, fast, Mann. Fast. Shit. So ein Ticken runter. Geht aber nicht mehr, weil der zweite so anstrengend ist, ne? Der zweite geht nicht weiter, nee. Aber vielleicht kriege ich ihn höher, dass ich da unten so freie Bahn habe. Ey, du musst ihn eigentlich einen höher nur machen, ja. Genau. Na, was, geht das? Geht das nochmal höher? Ja. Ja, ja, ja. So. Jetzt gehe ich da unten durch. Mogel mich hier durch. Jetzt komme ich. Ja, ja, ah, nee. Der geht hier gar nicht weiter. Oh. Ja, gut, man weiß dann, dass das Ding runter muss. Aber ja, nervig. Wie kriege ich das runter? Ja, halt so jetzt und dann runterstupern. Genau. Ja, aber weiter runter. Ja, ich nehme an, du musst dann wieder bei den ersteren irgendwas verändern. Genau, dass du halt immer dich so hocharbeitest. Oder runter in dem jetzt Fall. Komm ich da schon ran? Ah, knapp. Nicht ganz. Nicht ganz. Kann man den hier noch weiter hochkriegen oder ist da Ende der Fahnenstange? Nee. Nee, weil du siehst immer im oberen Drittel, siehst du ja, wenn die am Ende sind, die Bolzen. Ja, stimmt. Da geht dann nichts mehr. Psst, hey! Muss der weiter hoch oder weiter runter? Weiter hoch, ne? So, jetzt kann ich doch den von unten anlupfen, vielleicht noch ein Stück hochschieben. Ah, ist der gebrochen? Nee, ich komme noch durch. Nee. Nee, der muss ganz weit runter, der hier. Okay. Der muss ganz weit runter. Der da. Frage ist nur, wie kriege ich den weiter runter? Muss ich den höher kriegen? Den hier. Quickly, Stan. We need to find Amy and Cora. Genau, Druck ist jetzt die eine Sache, die wir unbedingt brauchen. Moment, geht der nicht weiter hoch? Geht nicht weiter hoch oder geht nicht weiter runter? Das ist ja richtig ätzend. Ich krieg den nicht weiter runter. Wie krieg ich den hier hin? Da muss der dritte höher? Ist das Ding wieder gebrochen? Ist der dritte ganz hoch? Ne, geht auch nicht weiter. Ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass ich nicht derjenige mit dem Dietrich bin. Die Verantwortung geht an mir vorbei. Doch, der geht weiter hoch. Komme ich jetzt an den und kann den höher machen? Nee, ich wollte ihn runter machen. Stimmt, da oben ist ja Ende. Ich wollte ihn runter machen. Ich bin schon total verwirrt. Also wir spielen halt. Das ist halt der Nachteil, wenn du so viel spielst, irgendwann ist dein Gehirn schon ganz breiig. Weißt du, was ich meine? Ist ein Dauerzustand. Ist ein Dauerzustand. Geht auf jeden Fall schnell. Oh, kriege ich den jetzt vielleicht hier unten rum?
Ja, der dritte wird dir wieder ein Problem machen, ja. Ah, der macht mir ein Problem, weil der hatte hier Ende. Ich muss den hier höher kriegen. Ja, aber dann musst du den dritten eins runter vielleicht noch. Dann muss der dritte runter, ja, dass der Spiel hat. Und dann kannst du halt auch. Jetzt muss ich den. Ja. Der geht aber nicht. Aber jetzt sind die wieder im Weg. Jetzt muss der hier. Ach, es ist so eine Pain in the ass, ey. Allein das Zugucken schon nervt mich. Aber der hat gar nicht viel Spiel. Dann kann ich hier nur maximal so. So. Wollten wir den runter oder hoch machen? Siehst du, das meine ich. Ich bin schon total. Der vierte? Ja. Ja, warte mal, der vierte geht eigentlich in beide, ne? Ich würde ihn runter machen, aber du hast ja eben schon einiges probiert. Genau, woran hakt's jetzt wieder an dem? Der zweite, ja. Aber den zweiten kannst du ja in die Mitte machen. Ich würde einfach versuchen, dass die Bolzen im oberen und unteren Drittel, dass die immer so ein bisschen in der Mitte sind. Ja. Also, dann hast du halt Spielraum. Ey, diese Mechanik, ich fand sie am Anfang cool, aber jetzt nervt sie mich doch ganz enorm. Ja. Jetzt ist es Hate. Vor allem die fucking Credits liefen schon. Was willst du von uns spielen? Geh doch nach Hause. Also der Bolzen muss halt ganz hoch. Der hier, wo ich jetzt sehe, der muss ganz hoch. Dafür muss ich das hinkriegen, dass ich den hier noch irgendwie weiter runter bekomme. Aber du könntest auch den drittletzten einfach ein bisschen nach unten noch machen, oder? Oder reicht das nicht? Weißt du, du meinst ja, muss ganz hoch, damit du unten drunter durch kannst. Ja. Ah, ja, aber das reicht nicht. Nee, das wird nicht rein. Guck mal, du kommst ja quasi unten nicht durch. Ich komme nicht durch. Hast du musst, aber das ist doch gut, dann weißt du jetzt nämlich, dann wie es gedacht ist. Dann muss ich den weiter runter machen. Genau. Dafür muss ich den jetzt ersten. Jetzt geht's nicht wegen dem ersten. Genau, wegen dem ersten. Das ist so nervig, aber du musst natürlich durch die Hebelwirkung da immer irgendwie die neu justieren. Jetzt. Wieder ein bisschen weiter runter, jetzt geht der dritte nicht mehr. Also der vierte meine ich, der ist jetzt das nächste Problem. Ah, die haben sich gedacht, wir machen das nochmal richtig schön nervig schwer. Schön vor Ende. Das ist nochmal richtig. Weil mein Gehirn ist auch schon wirklich Brei. Aber du willst den vierten. Naja. Aber was willst du eigentlich machen? Du willst den vierten nach oben oder nach unten? Der hier muss noch ein Stück nach unten. Ja, also der dritte von rechts muss noch ein Stück nach unten, damit ich quasi unten durch kann. Du hast es gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gleich habe. Doch. Weil ich kann jetzt hier nicht mehr hoch, weil der vordere schon nervt. Also mein Chat hat auf jeden Fall einen sehr guten Tipp. Und zwar meinte der, dass der sechste, also der vorletzte. Warte mal. Der will weiter hoch. Ich komme wieder ein Stück hoch. Aber der sechste hat ganz wenig Spiel. Das heißt, an dem kannst du dich ohnehin orientieren. Ja, das meine ich. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich muss den also. Okay. Ich muss den dritten von rechts mich noch ein bisschen weiter runterkriegen. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich hab's. Oh, Mann. Ich beneide dich nicht um diese Aufgabe. Oh, Mann. Und jetzt sterben. Oh Mann. Ey, wir haben ja nichts. Wir haben ja gar keine. Ich hab wieder vergessen. Wehren. Du musst dich wehren. Nimm hier. Das Leuchtende da hinten. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist gar nichts. Wir müssen irgendwo hochklettern oder so. Was wollen die denn von uns? Da drüben. Kann man da hochklettern? Da, guck mal hier. Ja, hier geht's hoch. Ach ja, da ist die Geschichte mit dem Klettern. Stimmt, das war doch der Raum mit den Lichtern. Da waren wir schon mal, ja. Schnell. Kann ich die Lichter nochmal verwenden? Benutzen? Nee. Du, ich sehe nichts hier. Dann wechsel die Kamera um. Stan! Okay. Amy und Corey must be in the inner sanctum of the Brotherhood. Ich hab wirklich. An dem Punkt bin ich jetzt, weil wir jetzt schon wieder so lange spielen, dass ich vergessen hatte, dass wir keine Waffen hatten. Ja, ich hab's schon wieder total vergessen. Ah, richtig, da war ja was. Wollen wir wieder was ziehen? Nee, schau mal nicht. Nee, weil wir haben ja gar keinen Sven mehr. Verwursten die echt? Wir haben ja Kenny verloren. Der war der erste Zieher, dann haben wir Sven verloren. Also ziehen ist out. Ich habe einen Baseballschläger. Wenigstens. Und wieder so ein Medaillon. Kann man hier speichern? Nee, es ist. Oh! Der hat sogar richtig viel. Okay, hast du jetzt schon mal eine Waffe und ich eine Waffe?
Ach, guck mal hier. Ach, okay. Ist das korrekt? I wonder if they went through that large gate. Ach, ja, ich sehe es. Oder? Muss es überhaupt so hin? Also ich... Das passt doch hinten und vorne nicht. Warte mal. Ja, mach du mal, aber wir können zwei Medaillons. Geh mal in deins rein. Ich denke mal, die müssen irgendwie so eine Verbindung machen, oder nicht? Raff ich überhaupt nicht, was sie eigentlich wollen von uns. Ja, guck mal, oben sind doch so kupferfarbene Linien. Ich glaube irgendwie, dass man die vielleicht... Ach, guck mal, du kannst das externe mit der anderen drehen. Ja, aber zwei wie? Drehen. Ah. Ja, aber es ist ja dieses Alpha, Beta, bla bla bla. Irgendwas muss man hier... Oder? Nehme ich mal an. Ja, du musst die irgendwie so verbinden, denke ich mal. Also du denkst an diese Linien, aber ich denke, dass diese Symbole viel wichtiger sind. Ach stimmt, das kann auch sein, die Symbole. Ich kann dir aber auch... Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt noch gar nicht wissen, wie das geht. Gut, dann schauen wir uns mal um. Da oben war ja noch ein Weg. Also jetzt gegen Ende nochmal so ein Haufen Scheiße hier, der geht mir offen gesagt ganz schön auf den Sack. Ey, so. Guck mal, du kriegst mehr. Da kann ich die 60% total verstehen. Aber du kriegst von mehr Inhalt. Mehr Content. Nee, das ist kein Content, das ist Spielstreckung. Ach, warte mal, hier. Dieselben alten Maps, gib ihnen einfach keine Waffen und dann machen wir nochmal zwei, drei dumme Rätsel. Ist es das? Guck mal hier. Ein Leben mit Fehlern ist nicht nur ein ehrenhafter, sondern auch nützlicher als Leben des Nichtstuns. George Bernard Shaw. Menschlichkeit ist die erste Tugend. In unseren Brüdern und Schwestern müssen sich die Konsequenzen ihrer Handlung widerspiegeln und die Menschlichkeit muss ihre Priorität sein. Selbstlosigkeit und Menschenliebe wird sie leiten. Wer sowas schreibt, ist natürlich absolut böse. Aber wichtig ist doch hier nur A-O-L oder so, A-O-L. Was da steht. Ja. A ist da schon mal jetzt noch O und L. Das ist wahrscheinlich... Das nee, da. Genau der. Der ist es. Ja, aber was mache ich da mit dem inneren Ding da? Ja, keine Ahnung. Vielleicht kannst du jetzt die Dinger verbinden oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses A-O-L ist zumindest richtig. Okay. Ja, ich hab's. Und was war jetzt das in der Mitte am Ende? Ich hab alle verbunden miteinander. Aber hier ist kein AOL. Ah, doch, mal hier. Ja, das geht rum. Ach so, andersrum. So rum. Nee, das muss. Nee. Ähnlich wie das irgendwas verbindet, aber. Doch, guck doch, die Spitzen verbinden sich. Aber das mit dem AOL war schon richtig, glaube ich, eben. Oder es war Zufall. Alle Spitzen müssen sich miteinander verbinden. Das ist... Da, AOL. Das ist schon richtig. Okay, ja, so. Ich raffe es nicht, aber ist mir auch egal. Musst du nicht. Ich reiß ja, wenn einer es rafft. Ah, hier musst du wieder saugen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich... Ich hab's gerafft, doch. Ich hab's gerafft. Ich saug einfach zu viele Geister ein. Das ist ja klar, dass das was mit einem macht. Ich bin nur froh, dass sie noch am Leben ist. Oh, nö! Mann. Ich glaube, ich muss mir sogar töten, weil da vorne ist ein Riddle. Oh, bitte. Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Wenn wir jetzt aufgehen, müssen wir das alles nochmal machen, ne? Nee, dann hören wir auf. Nein! Doch, ich hab keinen Bock mehr. Ist mit einem Symbol. Okay, ja, wir haben keine Sauger. Sehen, wir können nicht Nein, wir können das doch nicht so stehen lassen. Doch, doch, wir haben die Credits. Das ist. Niemand interessiert, die was bei Marvel am Ende nochmal kommt. Natürlich, deswegen gehen Leute ins Kino. This fraternity building is huge. Keiner juckt den Film. They're either megalomaniacs or they have something they're trying to compensate. Oh Gott, hier kommt nochmal ein dickes Rätsel, glaube ich. Weil hier sind so Kurbeln oder sowas an der Seite. Ich räume schon mal auf. When it's all over, we'll have time for romance. You mean a date without guns?
That'll be strange. Haben die jetzt eigentlich... Der hat ja 2 Jahre lang Tabletten gefressen, damit er nicht... Oh, da ist was zum Speichern. Siehst du, ist alles gut. Wollen wir jetzt speichern? Weil hier ist auf jeden Fall ein Riddle. This place must have a very dark history. Andererseits, falls das Spiel abschmiert, ich glaube, es ist besser, wir speichern. Lass uns versuchen. Guck mal, die haben ja 2 Jahre jetzt Tabletten gegessen, ne? Wahrscheinlich, weil noch der Chef, der sie infiziert hat, am Leben war. Ne? Brauchen sie jetzt keine Tabletten mehr, weil der Chef ist tot? Naja, es ist... ich glaube nicht, dass das alles so eng zusammenhängt. Also, die wissen selbst nicht, was sie hier geschrieben haben. Hier kannst du ja lesen, jetzt kriegst du die Background-Informations. Okay, Ehrenmitglied. Okay, also, wir wissen alle... Delta, Theta, Gamma. The President of the United States was part of this. Ich kann hier irgendwas nehmen. Ach, das war das hier. Moment, der Präsident der Vereinigten Staaten war involviert in Wurzelforschung? Die Gründerväter waren Pottraucher oder wie? Ah. So könnte man sagen. Amerika basiert auf Pott? Guck mal, das kannst du hier kannst du mal einhauen. Ja, hier ist ein großes. Hängt da hinten irgendwo. Ganz große Taschenuhr. Für die gibt es besonders große Tasche. Jefferson Disc. Riesentaschenuhr. Ja. Ah, come on, in nice. The bag. In the bag. Oh nee. Oh, was ist denn hier? Ja, mir geht's scheiße nochmal nicht gut. Das ist echt... Oh mein Gott, ich werde hier... Ich muss leider das Ding nehmen. Das werde ich jetzt weg. Hilfe! Dick Bar! Danke. Ja, wir haben nichts mehr zum Heilen. Aber ich merke schon, du bist nervlich, bist du durch, ne? Ja, ich find's einfach nicht so gut. Es ist halt nicht so gut, das Spiel. Kann man ruhig so sagen. Es ist 60%, finde ich da schon durchaus. Echt? Nee, ich wäre bei 70. 72 sogar. Ich glaube, ich bin einfach der nettere Kritiker von uns beiden. Guck mal, hier ist du bist der, der den Publisher kennt und we ganz häufig mit dem Marketing Director ein Saufen geht. Naja, warum nicht? Somewhere. Da kommt man rum. Ja, komm, mach mal 70, ne? Mach mal 70. Das läuft so in der Branche, du bist der Involvierter. Nein, so läuft's da nicht. Aber ich meine natürlich, weil man Leute auch kennt, muss man sich manchmal überwinden, eine sehr schlechte Wertung zu geben. Aber man gibt ja eigentlich schon lange keine Wertung mehr. Wertungen sind vorbei? Naja, ich arbeite ja nicht bei einer Zeitschrift. Da hast du natürlich noch Wertungen. Aber ob das jetzt, also ich glaube, den meisten ist jetzt egal, ob das 78 hat oder 76. Guck mal hier, wir brauchen 82. Wieder dieses Alpha... Ich weiß nicht mal, ob das ist. Ne? AOL. 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 Wir brauchen wieder AOL, genau. Aber schauen... Hier stehen Nummern drauf, aber... Ja, aber kein AOL. Viel mehr machen kannst du nicht, kannst ja nur schauen. Hm. Die sind identisch. Ist da oben irgendwo was? Ja, irgendwo muss halt... Also, da drüben haben wir ein Kombinationsschloss. Wir brauchen 3 Ziffern. Kann man da irgendwo noch ein Symbol, ein eindeutiges erkennen? Ich erkenne gar nichts hier. Ja. Auf den Säulen stehen Nummern, aber... Ja. Huh. Ja, wir brauchen hier von 1 bis 9. Also, oder von 0 bis 9. Ja. Ja. Kann man drehen. Wir brauchen AOL. Ja, wir müssen uns die Säulen halt noch... Aber die sind ja alle identisch, oder seh ich das falsch? Lass mal gerade gucken. Das ist die 6, die 2, ja, du hast schon recht, ne? Die 8, bringt alles nichts. Warte mal. Ich mal ganz kurz, wenn die identisch sind, ist es einfach schon die Lösung? Nee, das ist auch identisch. Vielleicht einfach mal ausprobieren. 5, 4, 1. Ich meine. Naja. Keine Ahnung. Was steht auf der Seite? 5-4-1. Aber hier ist ja auch nochmal eine 3. Ich mach mal 5-4-1. Halt die Klappe! 5-4-1. Nö. Hm.
Ist hier irgendwo noch ein Hinweis? Sind wir da schon hochgegangen oder kamen wir daher? Nee, wir sind durch die Tür. Stimmt, ja, da waren wir noch nicht. Lass erst mal gucken. Wahrscheinlich können wir von oben irgendwas erkennen. Ah ja, hier. Disk fehlt. Ah, siehst du, den jeweiligen Disk. Ach so. Moment, was? Ja, und jetzt? Ja, du kannst jetzt drehen irgendwie. Okay. Da ist ein roter Opal. Was hat das zu bedeuten? Was heißen die Löcher? Aber ist da unten... Steht da Licht? Ach, guck mal hier. Was? Drehen und jetzt... Was geschieht? Da vorne, zeigt es da vorne drauf? Auf die drei? Ach nein! Die Dinger, die sie alle markieren. Verstehst du? Ah, drei Spitzen. Untere links, der untere rechts und der obere in der Mitte. Okay. Das sind doch mehrere. Muss man die addieren? Nee, warte. Jetzt bin ich auch... Hä? Muss man die irgendwie addieren? Ach, warte mal. A, O, L. Das sind die drei Dinger, ne? Ja, aber... Ja, lass mal los. Okay, dann haben wir noch das hier. Kann aber auch sein, guck mal, das Rote. Das Rote in dem L. Ach so, das zeigt Rote. Ja eigentlich darauf an, welche von den Säulen stimmt, es sein könnte. Stimmt, du hast recht. L ist korrekt. Also die obere vorne links. Dann geh du mal runter und merk dir mal die Zahlen. Ja. Ich sag dir das dann. Okay. Okay, das ist eine 6. Oh nein, der ist hinterhergelaufen. Okay, die 6 habe ich. Ja, meiner ist hinterhergelaufen. Die laufen irgendwie, also du musst gegenlenken quasi. So, die 6 hast du. Jetzt mache ich das nächste hier. Das ist da vorne die Spitze. Das war das 3, ne? Weißt du, steht eine Nummer. Ja, dann sag doch mal welche. 3. Die 3. So, jetzt okay, gehe ich wieder auf meinen. Muss da unten dich ein bisschen bewegen. Und das letzte ist die mittlere linke Säule von mir aus gesehen. Mittlere links. Ja, die da, wo okay. Du hinläufst, genau. So, 6, 3 und 2. 6, 3, 2. Okay, jetzt musst du die 1, ist die 3? Nee, die erste, das A ist die 3 gewesen. A ist die 3, okay, ja klar. Und dann war das die 2 und das andere die 6. Ja, lauf da bitte durch, ich habe keine Lust, den Weg zu gehen. Gerne. Also die Walkthrough, die das in 3 Stunden abgebatscht haben, die kannten da wahrscheinlich schon die Kombination. Weil ich glaube nicht, dass sie random generiert wird, sondern dass sie fix ist. Machen wir das in Kisten. Nix. Da ist eine Limo. Kannst du direkt trinken. Oh, jetzt geht's weiter mit den Rätseln, glaube ich. Warte. Nee, schauen. Was ist das hier? Die heiligen Schriften. Das absolute Wissen erfordert eine Balance zwischen erleuchteten Seelen und der ignoranten breiten Masse. Die Mitglieder der Delta Theta Gamma werden dieses Wissen zum Vorteil der Gesellschaft nutzen. Ehre die Natur und zeige den Menschen die Geschenke, die sie nicht sehen können. Ihr, die spirituelle Elite dieser Welt, müsst alles, was der Menschlichkeit dient, opfern, wenn notwendig sogar der Mensch. So wird der Triumph über die Ignoranz der Menschheit gewiss sein. Medicus curata natura santa. Der Arzt behandelt, aber es ist die Natur, die heilt.
Sacrificing others is not a sacred thing. No, it's murder. Power always ends up in the hands of madmen. Oh. Das zieht sich, du. Das zieht sich. Jetzt kommt nochmal hier die alte... Was war denn das? Endlich. Aber keine Heilung. Keine Heilung. Nur Waffen. Okay, warte mal. Ich gebe mir wieder die Shotgun und schick dir die anderen Sachen rüber. Ja, gerne. So, deine Gummikanone, Armbrust und Pistole. Dann gibt es noch Stachelkeule. Wann haben wir die denn bekommen? Ja, wo sind meine Flashbangs? Ich hatte Flashbangs, ja, zwei, ne? Stück. Die guten Flashbangs, ja. Die waren... Da haben die uns einfach beschissen. Die waren strategisch total wichtig für mein weiteres Vorankommen. Die habe ich extra gehamstert, die Dinger. Jetzt kriege ich sie hier einfach genommen. So. Es war ein langer, steiniger Weg. Da drüben kann man nochmal speichern, aber hier sind wir. Keine Heilung. Nothing. Warte mal, ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ach, warte mal. Ja, Moment mal. Moment. Habe ich da Heilung gesehen? Ach, Moment, hier. Da. Jetzt kann ich schon wieder den roten nicht steuern. Ach doch, jetzt geht's. Okay. Ich werde es nie verstehen. Geil. Wir haben Heilung, Simon. Zweimal. Ja, das ist gut. Wir haben zwei Leuchtraketen-Dinger. Leuchtpistolen. Warte mal, ich gehe nochmal kurz an den Charge. Genau. Und dann nochmal da hinten. Auch nochmal Kisten. Ich glaube, jetzt haben wir den Final Battle. Oder sie machen halt nochmal eine Runde danach. Was zu deinem... seiner Freude wäre, ne? Naja, ich bin jetzt nicht total abgeneigt, aber nochmal. Ich mag so künstliche Streckungen mag ich überhaupt Erinnert nicht. Erinnert ein bisschen an Dead Space 3. Ja, jetzt wo du sagst, das stimmt, die haben Dead auch Space 3, was. Genau, die haben dich nochmal komplett den ganzen Weg zurückgeschickt. Und nicht einfach nur so zwei Minuten laufen, nein. Nee, das ganze Ding. Das haben sie gut gemacht. Ah, siehst du, hier ist jetzt Endboss. Here we are. Und am Ende scheißen wir dem Boss in den offenen Hals. New beginning. You, Corey. Even though I took everything you cared for away from you, you will come to love me like a brother. For you and I will be the same. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Corey! Was? Warum? Hä? Wie? Der guckt auch nur blöd. Warum? Wir waren da, wir hätten dich gerettet. Stan, show me what you can do. Show me what you can do. Wir sind zwei Hebel an der Seite. Natürlich, es ist immer irgendwo ein Hebel. Hey, komm, kann ran. Ja, sie hat nicht, sie wollte nicht, die Tulla. Drück das Ding. Am Ende geht's halt um uns beide. Wir sind halt Stream-Team. Ah, guck mal, hier Gewichte irgendwie. Ich muss heilen. Was? Alter, One-Hit-Kill-Dreck. Oh, 55% sind es jetzt noch nicht. Nur noch 55% Spielspaß. Spiel wäre besser, wenn nach den Credits jemand vorbeikommen würde und dir mit dem Holzbrett in die Fresse haut. Warum kriegen wir eigentlich Strom, wenn wir keine Stromwaffen mehr haben? Wir haben nichts, ne? Nee. Ich hasse es. Okay, also die Kisten lassen Limos droppen ab und zu. Das habe ich jetzt rausgefunden. Ja, weil ich bin in jede Richtung abgehauen schon. Er hat mich jedes Mal, jedes einzelne Mal bisher getroffen. Ach, mach wieder so einen. Being afraid is a sign that I'm still human. You always overdid it, Kenny. Ja, wir können ran.
My spawn will soon be born, Shannon. Cool. It'll be able to get a taste of my gun. I never thought my brother would become a deformed pervert. Deformed? Who are you calling deformed? Hat er denn das diesmal direkt aufgeschlagen, Gott sei Dank? Come on, Stan. Show me what you can do. Man muss die Kisten auch ab und zu zerstören, weil da halt wirklich eine Limo drin sein kann. Ey, jedes Mal, ne? Also du hast ja die Kamera, ne? Wann immer du eine Kiste holst, bin ich aus dem Bild raus. Ui, habe ich eben gerade Glück, dass er mich nicht gepackt hat. Okay, oh, wir können ran. Da vorne war eins. Hier, zu mir. Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ich finde, wir haben eine Lernkurve. Nee. Findest du nicht? Ich finde schon. Die einzige Kurve ist die, aus der ich hoffe, dass die Entwickler mit dem Auto... Alter, mein Gott, Simon! Richtig zornig, der Mann. Wenn das ein Twitch-Mitarbeiter hört. Das ist doch nur Liebe. Ich meine, es ist nur Liebe. Ich möchte, dass sie zu Tode geliebt werden. Limo. Ja. Muss ich auch gleich nehmen, weil ich bin... Du bist noch relativ frisch. Bei mir sieht's da anders aus. Ja, ja. Den guckt da... Ah, er saugt gerade mich an. Jetzt könntest du eventuell... Er macht den... Rambo. Shit. Er ist down, saug da hinten. Ey, du musst. Nein, musst, hey, sorry. Hey, ja, saug. Ich hab gedacht, die Kamera geht weiter. Wenn es ist. Jetzt war wieder diese Kiste. Wenn du bist Kisten. Ja, weil ich eine Limo haben wollte, aber wenn du siehst. Kisten und du, ihr habt einfach ein Problem. Ja, natürlich. So. Ist es gesaugt? Ja. Wollte die rettende Limonade, dann klau dir einfach die Kamera weg. Wenn du siehst, dass meine Sucht nach Kisten überhand nimmt, dann sei egoistisch und raube die Kamera. Ah, dieser Mut, ey. Nee, geh weg! Du bringst ihn zu mir, Mann! Nochmal angezündet. Jawohl. Hat er mich getroffen? Ich glaub ja. Shit, move. Jetzt da hinten ran. Okay, rechts. Nein. Das haben wir doch schon. Simon, das haben wir schon zu dir. Das da. Ey, ich hab's noch nicht gesehen. Los, schnell. Komm schon. Ich brauche eine Limo. Mein Zuckergehalt ist sehr niedrig. Oh, jetzt muss er da hinten noch die Klappe aufboxen. Versucht die Kiste zu cracken. Eine Hoffnung. Heilig. Heilig, Simon. Einen haben wir noch. Ja, hab ich. Du bist aber auch gleich tot. Ja, aber ich versuche nochmal die Kiste. I believe. Ja. Ja, nimm sie. Ja. Gibt zwar gar nichts gefühlt, aber hey. Der muss da hinten in die Ecke rein. Wenn man doch wegnimmt. Viel mehr kann man doch nicht machen. Wegrennen ist einfach alles, was du noch machen kannst. Der muss das Ding da aufpeitschen. Achtung! Warum peitscht er das denn nicht auf? Was sollen wir jetzt machen? Da ist der Kasten. Nein, ich muss den knacken! Nein, ich verreck! Das ist doch nicht euer Ernst. Nee, nein. Wir hören jetzt hier auf. Nein. Ich hab keinen Bock mehr. Nein. Am Arsch. Ich fühle mich persönlich angegriffen von diesem Spiel. Was ist das denn? Ich muss das knacken. Ich muss das knacken. Limo, nimm die. Ja,
Oh. Noch eine Limo, nimm eine Limo, Simon, nimm eine Limo. Ich weiß gar nicht. Du brauchst die. Nee, nimm du. Eine Drehwurst, komm. Na gut, dann nehme ich sie halt. Oi. Noch eine Limo. Muss man mit den Kisten. Mann, warte, ich geh wieder ran. Der steht. Hat schon wieder die Scheiße nicht. Ach nee, du musst es ja machen. Oh Mann, ey, ich hab so keinen Bock mehr. Ich schaff das, Simon! Ich schaff das! Ich bin drin! Den Hebel benutzen, Simon! Den Hebel! Drücken! Drück bitte, Simon! Oh Gott! Oh mein Gott! Was für ein Scheißspiel! Kenny, halt's Maul. You were my only family, Kenny. Please take care of my child. Ja, toll, Mutantenbaby. Hab ich voll Bock drauf. Jetzt schmilz. Don't worry. I'll make sure it will be dealt with. I won't allow it to live. Shannon! Ja! Siehst du? Wo ist das Babymonster? Verstehe ich nicht. Haben die jetzt irgendwelche Superkräfte? You think this is finally the end of it? I don't know. But it is time to cut all family ties. Once and for all. Rock and roll, baby. Rock and roll. Das ist ja noch mehr ein Open End als vor den Credits. Das war's. Das war's. Also sind die beiden sowas wie Götter, weil im Kuss hat man ja dieses schwarze Zeug gesehen und sie hat irgendwie. Nee, das war der Hintergrund. Nee, in ihren Kuss zwischen den Lippen hat sich da auch sowas gebildet. Ja, es hat es suggeriert, aber ich hab's eher so gesehen, dass die halt. Ja, aber warum ist denn die Alte explodiert? War das Shannon, die jetzt alles kann? Telekinese oder sowas? Go home, game, you're drunk. Ist alles, was ich dazu noch sagen kann. So, das war Obscure 2. Nervlich sind wir runtergewirtschaftet. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Auf jeden Fall. Mich kannst du jetzt auch irgendwie für die Hälfte kannst du mich verkaufen. Ich bin nur noch, bin nicht mehr die volle Wert. Bin halb leer geschossen. Ja, aber es war ja trotzdem irgendwie lustig. Es war lustig, ja. Aber es war auch ganz schön dumm. Am Ende war es halt nochmal richtig Schwitz. Ja. Krass. Aber ganz gut geschwitzt, gut getryhardet. Ja. Ich hätte längst aufgegeben. Ich sag's, wie es ist. Nee, ich bin total robust. Nee, ich bin da voll robust. Ey, bei der Nummer, wo dann plötzlich nochmal so ein Dietrich-Ding kommt, da war ich wirklich kurz davor, das Pad einfach nur irgendwo gegenzuwerfen und auszumachen. Nee, ich bin da super robust. Schreiben auf Mandy, dass ich jetzt aufhöre. Weil es einfach, es hat mich so wütend gemacht in dem Moment. So, was? Ihr wollt jetzt wirklich noch so ein Ding lösen? Was für hinterhältige Dreckschweine. Egal, wir haben es geschafft und das kann uns niemand nehmen. Aber ich fand den ersten Teil besser. Also, ja, ist er auch. Der zweite Teil ist cool, aber gegen Ende verliert sich's ganz schön. Na gut, Freunde, das war's mit Obscure 2. Ich beende mal hier die Aufnahme.